Hallöchen, huhu, saluti Community. Hallöchen, ich hoffe, euch geht's gut. Gerne gleich wieder reinschreiben, Sound. Ihr wisst, ich habe hier so komisches Dingens, wo ich nicht richtig einstellen kann, wie die Lautstärke ist. Das heißt, jedes Mal, wenn ich neu starte, ist es, ja, ist auch schön, ist ein neues Gefühl, weil ich weiß nicht, ob der Sound passt. Also, Stimme ist okay. Danke, Spinne. Sehr gut, schon gesehen. Bestens. Weil eben, es ist, ich habe mich gerade wieder aufgeregt, weil bis ich dann mal irgendwie die Stelle habe, wo ich ungefähr weiß, wo es halbwegs für euch passt, das ist ein Gefrickel, gebastelt, da kriegst du echt Junge. Also gut, nee, kriege ich nicht, aber ich krieg Vögel. Nee, kriege ich auch nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Heieiei, gut. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir spielen Wreckfest. Das heißt, wir werden wieder ja, fröhlich ineinander reinknallen und irgendwie schimpfen und lachen und hoffentlich Spaß haben. Das ist so die Grundidee des Ganzen natürlich. Ich finde es eine schöne Tradition, die wir ja wieder auferleben haben lassen. Weil Wreckfest war mal, ja, so ein halbes Jahr oder so haben wir das, glaube ich, nicht mehr gehabt. Muss ich auch gestehen, mir ist es irgendwie ein bisschen, wie sagt man, auf Schweizerdeutsch sagt man, verleidet. Also ich hatte nicht mehr so Lust. Und da kam dazu, dass viele von euch tatsächlich einfach nicht mehr steuern konnten. Also das ging einfach nicht. Man konnte die Fahrzeuge nicht mehr richtig lenken. Dann hat es Lags gehabt und so weiter. Und dann habe ich für mich gesagt, okay, das wird beerdigt. Also ich habe da keine Lust mehr drauf. Und irgendwann, ich weiß gar nicht warum, habe ich es wieder ausgegraben. Oder habe ich den Stream wieder ausgegraben. Das kann natürlich auch sein. Zuerst den Stream, glaube ich. Oder die Idee wieder ausgegraben und dann gedacht, okay, lasst uns das mal wieder versuchen. Dann haben wir es versucht und dann war es einfach gut. Und das war tatsächlich gut. Und jetzt haben wir das halt immer noch. Und ich hoffe, wir haben das noch eine Weile. Das hängt nicht zuletzt auch davon ab, was sonst noch an Spielen rauskommt. Aber ich denke, Wreckfest wird schon auch noch ein Momentchen bleiben. Ich weiß, es gibt noch Forza Horizon 7 und irgendwie 4 Räder für Lukas und weiß der Kuckuck, wie die Spiele alle heißen. Da muss ich gestehen, wenn ich jetzt ein neues Rennspiel machen würde, dann würde ich zuerst tatsächlich ein Let's Play wahrscheinlich machen davon. Und da mal gucken, wie das Let's Play ist, wie das bei euch ankommt und dann das als Streaming-Ding nehmen. Aber nicht irgendwie ein neues Spiel reinnehmen und dann, also als Stream ein neues Spiel reinnehmen und dann gleich loslegen damit. Das möchte ich tatsächlich erst als Let's Play haben. Haben wir eigentlich immer bei allem, glaube ich, so gemacht. Es gab von allem, was wir streamen, immer zuerst Let's Plays. Warum eigentlich? Ja, eben einfach, um natürlich auch zu sehen, wie es ist. Und dann kommst du halt beim Let's Play, kommst du irgendwann auf den Gedanken, das wäre doch eigentlich noch cool, wenn wir das mal streamen würden. Und dann so entsteht das Ganze dann eben. So, ist was kaputt oder was lese ich? Nein, da ist nichts kaputt. Gut, okay, dann bin ich ja beruhigt. So, ich habe mich heute übrigens tatsächlich noch auf meinen Bürzel gesetzt, unfreiwillig. Die Treppe runter, eine Steintreppe, ich spüre sie jetzt noch. Irgendwie was habe ich gemacht, am Handy rumgedoktert. Genau, sehr clever, wenn du die Treppe runtergehst und dann irgendwie einen falschen Schritt gemacht und dann hatte ich aber riesen Glück, dass ich nicht irgendwie nach vorne gekippt bin. Kann ja auch passieren. Ich hätte mich wahrscheinlich auffahren können, dann wäre aber das Handy natürlich irgendwie weg gewesen. Sondern das hat mich irgendwie, ich weiß auch nicht, so rückwärts irgendwie und dann habe ich mich halt einfach batz, einmal hingesetzt. Und da ich nicht irgendwie gepolstert bin, ich kann euch sagen, es hat nicht viel gefehlt, ich hätte angefangen zu singen. Und zwar nicht, weil ich fröhlich bin und Lust habe zu singen. So, das hat tatsächlich weh getan. Ich habe da auch zuerst nochmal umgedreht, bin nochmal nach Hause. Warum, weiß ich auch nicht, weil es tut nicht weniger weh, wenn ich in der Wohnung bin, wie wenn ich draußen bin. Hat's auch nicht und da bin ich dann halt losgegangen. Also passt auf, überall, wo es runtergeht, überall, wo Steine hat, überall, wo Treppen sind und fummelt nicht am Handy rum, wenn ihr Treppen steigt. Also sonst habt ihr dann irgendwann mal das Gleiche. Und das wünsche ich euch nicht. Es gibt Leute, denen wünsche ich es, euch nicht. So, also ich bin guten Abend. Danke nochmal für den Hinweis mit dem Sound. Servus heiße und Chat, heute ist Tag des Bleistifts. Ach, das ist ja schön. Bleistift ist eigentlich, gibt es das heute noch? Wer braucht heute noch einen Bleistift? Das war ja früher gang und gäbe. Also ich habe Bleistifte tatsächlich geliebt. Alleine schon aus dem Grund, weil der halt, du konntest halt das Ganze ausradieren, wenn es falsch war. Bei Tinte, schwierig. Da gab es mal einen Tintenkiller, das weiß ich noch. Aber das hast du halt gesehen. Also wenn du irgendwie bei einem Schönschreibdingen einen Fehler hast und mit Tintenkiller, das ging nicht, weil dann war die Schönschreiberei zu Ende. Definitiv. Und beim Radiergummi? Alles weg, also wie weggezaubert. Schöne Sache, so ein Bleistift. Ich habe halt tatsächlich selber, glaube ich, da habe ich zuletzt einen Bleistift in der Hand gehabt. Weil mit dem kannst du nicht unterschreiben. Mit dem kannst du eigentlich gar nichts machen. Also irgendwie jetzt aus meiner Sicht. Wahrscheinlich Schüler haben die immer noch, nehme ich an. Ich hoffe es zumindest. Fabtendo, hallöchen, guten Abend. Ich spinne, ich meinte gelesen zu haben, dass heute auch der Tag des Geh raus in den Stadtpark ist. Okay, besser als geh rein und mach den Schirm zu. Nee, auf. Ja, das ist eben, es gibt glaube ich drei verschiedene Tage, weil der Spinne schreibt gerade, das stimmt auch, eben weil es drei verschiedene Tage gibt. Also nicht drei verschiedene Tage, sondern einen Tag gibt es drei verschiedene Benennungen. So muss man sagen.
Das sind wahrscheinlich drei unterschiedliche Komitees, alle so Durchschnittsalter 110, würde ich jetzt mal tippen. Und halt alle mit ähnlich komischen Sachen. Wobei eben Tag des Bleistifts finde ich jetzt nicht mal so falsch. Also das kann man machen. Tag des Geh raus in den Stadtpark. Wir haben hier keinen Stadtpark, wo soll ich denn hin? Das ist wieder, ich fühle mich ausgegrenzt. Das geht so nicht. Die grenzen mich aus mit ihrem Tag des Geh in den Stadtpark. Die haben mich schon ausgegrenzt mit dem Geh rein und mach den Schirm auf. Ich habe keinen Schirm zu Hause. Also das ist schon, da fühle ich mich bei Tag des Bleistifts besser aufgehoben. Wobei ich habe, glaube ich, auch keinen Bleistift. Aber ist ja egal. Moin Heisi und Chat, meine Wreckfest-Karren haben einen kurzen Check bekommen. Nach dem DNF letzte Woche hat sich die eine Karre anders verhalten. Das freut mich, F1-Zerstörer. Dann fährst du ja mit, das ist ja schön. Heiner, Hallöchen, guten Abend, salut. Dann die liebe Brigitte. Wie immer natürlich einen schönen freundlichen Gruß ins ferne Niederösterreich und zum Arni gleich hinterher oder gleichzeitig parallel, wie ihr das lieber habt. Dann der Herr Gisblo, guten Abend Schrotzabler, guten Abend Gisblo. Argent, salut. Herr PUBG Argent. Ja, ich kenne den Mann inzwischen. Also ich kannte ihn vorher schon. Hallihallöchen, Grüße von der Arbeit. Schreibt der Fabian und bald Feierabend. Das ist schön. Und Wreckfest, wir geil so bei seiner Statistik sind wir bereits. Ach ja, genau. Sind wir bereits in der 12. Runde und Blau führt mit einem Punkt. Mhm. Stimmt, wir haben ja dann die Dings noch, die Vorhersage. Weißt du, könntest mal deine Vorhersage ändern. Apropos. Und statt in der Top 5 in die Top 3. Fabian, ich komme nicht in die Top 3. Das sind wirklich Ausnahmen. Ja, man könnte es machen. Aber ich möchte halt mit dieser Vorausschau, hätte ich fast gesagt, mit diesem Dingens hier, möchte ich tatsächlich nicht, dass ihr im Prinzip fast schon hundertprozentig sagen könnt, ja oder nein. Das ist ja nicht die Idee des Ganzen mit der Voraussage. Sondern das soll schon so sein, dass es mal so ist und mal so. Und mit den Top 5, da ist es mal so, da ist es mal so. Ich weiß, die letzten drei Streams, vielleicht die letzten vier Streams, da war es tatsächlich so, dass ich immer unter die Top 5 komme. Aber das ist halt nicht immer so. Und daher ist da immer noch ein bisschen so die Möglichkeit, dass das eben nicht passiert. Wir können ja, lasst uns einen Kompromiss machen. Wir machen die Top 4. Ist das okay? Das ist dann ein bisschen schwieriger, aber also, ja, nee, es ist nicht mal schwierig, aber für euch ist es dann wieder ein bisschen interessanter, die Vorhersage zu machen, würde ich sagen. Soll ich die, wisst ihr was, ich starte die mal, weil die, nee, ich starte die ein bisschen später. Mein Gott, wir haben erst gerade angefangen. Jetzt nicht schon irgendwelche Sachen starten. Erstmal guten Abend sagen, ich bin ja eigentlich gut erzogen. Huhu, heißi, huhu zusammen, huhu, Marco, salut, salut. Der Andi, hallöchen, guten Abend Andi, mein Guter. Die Carinthia, der Carinthia, der Carinthia. Ich hätte fast schon wieder einen Fehler gemacht. Fabtendo, heute will er nochmal Top 5 testen. Ja, eben. Stimmt, das habe ich gesagt. Erstmal nochmal testen und dann entscheiden, wenn ich jetzt halt wieder in die Top 5 komme. Aber ich würde sagen, in die Top 4 können wir gehen. Also, dass wir einstellen, schaffe ich es in die Top 4. Das ist schon wieder ein Happen schwieriger. Das heißt, ich muss schon wieder einen mehr überholen. Also, von daher. Der Fabtendo schreibt eh gerade, würde dann maximal auf 4 runter. Eben, ja, dann haben wir die gleiche Idee gehabt, Fabtendo. Das freut mich. Guten Abend, Lepando. Hallöchen, salü. Und der Nico. Salut, der Nico. Und der Garak. Guten Abend. Hallöchen, Garak. Und hallo, Nightboard. Der ist irgendwie tatsächlich nur bei Twitch aktiv. Was der? Irgendwie bei. Ich glaube, ich müsste das halt auch umstellen. Weil am Freitag streamen wir ja jeweils Transportfieber 2 auf YouTube. Und da ist der Nightboard tatsächlich nie zu sehen. Der Herr Zemugi hat ihn auch schon verzweifelt gesucht, weil er Befehle eingeben wollte. Ich glaube, ich müsste dem tatsächlich auch irgendwie Bescheid geben, dass ich dann auf YouTube bin. Das Problem ist, da müsste ich erstmal dran denken, weil, ja sagen wir so, der Nightboard ist jetzt definitiv nicht das Wichtigste, was ich umstellen muss. Das wäre OBS, weil ich habe es letztens geschafft, oh Gott, habe ich mich geärgert. Ich habe zwei Profile mittlerweile bei OBS. Das eine ist für YouTube mit 1440er Auflösung. Das andere ist das, was wir jetzt haben hier bei Twitch. Da sind noch ein paar andere Einstellungen dann anders, die Alarme und bla bla bla. Aber ich habe es tatsächlich geschafft. Beziehungsweise ich habe es halt nicht gewusst. Ich habe dann auf dem Profil mit 1440, das YouTube-Profil, habe ich aufgenommen. Eine Folge, Transportfieber 2 war es sogar, die war nicht existent. Die war aber nicht da. Da war eine Datei, da war nichts drin. Da dachte ich, was ist denn jetzt kaputt? Ja, bei dem Profil für YouTube, da habe ich die Aufnahmeeinstellungen nicht gemacht. Also alles eingestellt. Da war einfach gar nichts eingestellt. Dann hat es nicht aufgenommen. Also das ist tatsächlich dann wichtiger, dass ich jeweils nach dem Freitag, nachdem ich Transportfieber 2 gestreamt habe, das Ding wieder zurückstelle. Weil sonst nimmt es einfach nicht auf. Also ich dachte, ich sehe nicht richtig. Ja, dann habe ich die Folge nochmal aufgenommen.
Irgendwie aber dann irgendwie was anderes gemacht. Das ist das Gute bei Transport Fever 2. Wenn da irgendwas mit der Aufnahme nicht stimmt, dann mache ich was anderes. Und dann habe ich im Prinzip halt einfach zwei Folgen aufgenommen und kann nur eine gebrauchen. Das ist dann nicht ganz so schlimm. Weil es ist im Umkehrschluss bei Transport Fever natürlich relativ mühsam, wenn du das gleiche 1:1 nochmal machst. Das macht einfach keinen Spaß, das ist nicht Transportfieber. Bei Transportfieber ist ja genau der Spaß, dass du eben dermaßen viele verschiedene Sachen machen kannst. Und deswegen geht's. Ich habe da oben übrigens nur einen Tag des Bleistifts erwähnt, da heiße ich heute wahrscheinlich nicht mehr den Park geht. Ja, ich spiele, das ist A, rücksichtsvoll von dir und B, sehr nett. Nee, gehe ich tatsächlich nicht mehr. Wie gesagt, wir haben keinen Startpark hier. Also das, ich sage nicht umsonst, dass mich dieser Tag ausgrenzt. Ich nehme das persönlich. Das ist eine Frechheit, sowas. Forza Horizon 7 wären wir neu. Aha, okay. Aktuell gibt es nur Horizon 5 und Motorsport 7. Okay, Fahrzeugsteuerung. Dann habe ich mich ein bisschen verdattelt. Aber ihr seht, ich kenne mich da halt tatsächlich auch nicht groß aus. Also, wenn ich mich halt nicht groß auskenne... Sag mal, was habe ich jetzt hier wieder gedrückt? Wenn ich mich halt nicht groß auskenne... was habe ich jetzt gerade gesagt, wenn ich mich nicht groß auskenne? Dann ist halt auch, wie soll ich sagen, das Interesse nicht ganz so riesig. Leider, das ist halt so. Skribbel wäre gut. Oh, nee, das habe ich ein bisschen durchskribbelt tatsächlich, muss ich gestehen. Das reizt mich jetzt nicht massiv. Heisi und Handy und Steintreppe gleich Murks. Ja, das war Bürzelmurks. So, das tut, ich spüre es echt jetzt noch. Ich glaube, ich spüre das noch ein, zwei Tage. Das war keine gute Idee. Von PUBG hat es kein Let's Play gegeben. Arni, doch. Doch. Als es rauskam, da gab's, musst du mal gucken auf dem Kanal, es gibt eine PUBG-Playlist, wo die ganzen Streams auch drin sind. Und da hast du zuvorderst in der Playlist oder zu oberst sind da 5, 6 Folgen von 2017 oder 16, 2017 wahrscheinlich. Unter anderem mit Aldemar. Da habe ich mit der Aldemar tatsächlich welche aufgenommen. Aber da hat natürlich, also ich meine, ich konnte es da überhaupt nicht. Ich kann es jetzt noch nicht gut, das weiß ich. Aber damals, das war halt ganz neu, das Spiel. Aldemar konnte es auch nicht. Der Vorteil war, dass gar keiner konnte. Weil das Spiel halt neu war. Also ich glaube, wenn ich mir das nochmal ansehen würde, ich würde wahrscheinlich mit dem Kopf schütteln, wie man da irgendwie noch gespielt hat. So ändert sich es dann natürlich. Und von PUBG gibt's. Ein Let's Play gibt es auch noch ein aktuelleres, wo ich mal irgendwie eine Runde im Dschungel gewonnen habe. Das dürfte so ein halbes Jahr her sein. Da gab es das auch schon. Da hatten wir noch keine PUBG-Streams davor. Also, einfach noch mal gucken, findest du. Aber erwarte da bloß nichts. Also da, wo ich gewonnen habe im Dschungel, das aktuelle, das ist sicher nicht schlecht. Aber die davor, wie, also das war halt eben neues Spiel und Heisi und der alte Mar tapsen im Dunkeln zusammen mit den anderen 98, die da auch oben tapsen im Dunkeln. Genau, Carinthia schreibt es gerade. Eben. Du schreibst es genau richtig. Genau, mit Aldemar. War da noch jemand dabei? Das kann sogar sein, ja. Ich kann mich nur noch an Aldemar erinnern. Jo, das kann wehtun, sage ich aus Erfahrung mit Arschbombe auf Wiese. Auch nicht schön. Habe ich schon mal erzählt. Aha, okay. Ein bisschen lauter. Lepando, was? Da müsstest du noch sagen, was? Die Musik oder meine Stimme? Irgendwann, wobei, jetzt haben zwei Leute geschrieben, das Abend ist okay, dann müsste eigentlich auch passen. Aus der 1985, guten Abend, salü, salü. Bleistift bis 3., 4. Klasse, ab dann gibt es einen Füller-Test und dann darf man mit Füller schreiben, da gibt es einen Test, aha. Ab der 5. ist wieder egal, wie gut man dabei war mit dem Füller-Test. Ah, für was man nicht alles einen Test machen kann, okay, einen Füller-Test. Ja, warum nicht? In der Schule verlangen die Mathelehrer immer noch mit Bleistift zu zeichnen. Ich mache es trotzdem mit Kugelschreiber. Okay, bei mir ist halt schon ein bisschen her mit der Schule. Ich habe in der Mathe... Ja, in der Mathe ist es nicht schlimm oder nicht falsch, wenn du mit Bleistift was machst, weil dann kannst du es eben korrigieren, wenn du falsch gerechnet hast. Herr Luciandra, salü, guten Abend. Luciandra natürlich wieder der Host heute Abend für unsere Wreckfest-Geschichte, die in, ja, noch knapp einer halben Stunde werden wir da mal anfangen. Daniel Kettfan, hallöchen, mein Guter. Tag zusammen, guten Abend Brigitte, guten Abend Arni, guten, ja, doch, guten Abend Heisi. Hm? Heisi, hast du dir das Spiel hier... The Planet Crafter angesehen. Nicht weil ich fand die Vorschau cool, was man da alles machen kann, wow. Das Video nicht, ich kenne aber das Spiel. Ich habe das Spiel eigentlich auch so halbwegs auf dem Plan. Ich muss es mir vielleicht nochmal in Ruhe ansehen, das Ganze, weil ich bin nicht so begeistert, wie du es gerade bist. Also mir ist das zu sehr Ego-Perspektive, zu wenig Aufbau. Aber das muss ja nicht schlecht sein. Ich meine, PUBG ist auch Ego-Perspektive. Ich habe nichts gegen die Ego-Perspektive. Aber grundsätzlich bei solchen Planetenbau, generell bei Bausachen,
habe ich tatsächlich lieber irgendwie nicht die Ego-Ansicht, sondern irgendwie so dieses Isometrische, so wie zum Beispiel eben bei Transportfieber. Oder, ja, wo haben wir das? Ja, das hast du überall. Bei Aufbaustrategie ist das im Prinzip die Standard-Kamera. Aber ich gucke es mir nochmal an, weil wahrscheinlich so schlecht ist es tatsächlich nicht. Ohne Bleistift würde es heute wahrscheinlich auch nicht gehen. Also für Skizzenzeichnungen und so. Ja, da hast du recht, Carinthia. Es ist halt einfach cleverer tatsächlich. Du kannst natürlich mit Bleistift relativ schön zeichnen. Also ich nicht, aber Mann. Da gibt es natürlich extrem schöne Porträts von Leuten, die das wirklich beherrschen. Und dann wahrscheinlich eben auch wirklich mit dem Radiergummi noch entsprechend arbeiten. Weil du kannst natürlich mit dem Radiergummi auch statt einfach alles wegmachen, kannst du ein bisschen, wie soll ich dem sagen, retuschieren das Ganze. Vielleicht ein bisschen dort noch ein bisschen so. Ja, geht. Aber eben sonst, also im normalen Lebensgebrauch, ist der Bleistift halt tatsächlich ein bisschen ausgestorben. Finde ich. Auch halt durch den Computer natürlich. In Rorschach gibt es doch einen Stadtpark, nö. Oder irre ich mich da gerade? Ja. Also ein Stadtpark, also es gibt nichts, was wir als Stadtpark bezeichnen. Wir haben eine Seepromenade und die ist irgendwie 2,5 Kilometer lang, glaube ich. Also die ist lang und die ist sehr schön, finde ich. Also und das ist, glaube ich, nicht mal subjektiv, sondern die ist aber schön. Die ist halt am See. Da kannst du jetzt so viel nicht falsch machen, wenn du da was machst. Aber ein Stadtpark? Nee. Wir haben kleine Parke. Ja, was ist denn die Mehrzahl von Park? Auf Hochdeutsch Perke? Egal, ihr wisst, was ich meine. Zwei Parks. Parks, das ist es doch. Mehrere Parks. Kleine, die haben wir tatsächlich in der Stadt. Aber das sind wir haben früher immer böse gesagt, das sind Hunde. Knatterplätze. Wisst ihr, was ich meine? Also da ist halt in der Regel sind da die Hunde dann unterwegs. Da kann noch 10-mal eine Tafel da stehen, Hunde verboten. Da sind Hunde drin, die machen da hin. Und dann ist es halt irgendwie auch nicht mehr so interessant. Aber einen Stadtpark haben wir definitiv nicht. Du verwechselst das mit New York. Da gibt es den Central Park. Gibt es bei uns tatsächlich nicht. Ich habe noch in der Volkshochschule die ersten 2 Jahre mit Bleistift geschrieben. Ab der 3. Klasse gab es dann Füllfeder und erst in der Hauptschule. Coolie. Aha, Arnie. Okay, ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Ich weiß aber, was ich sicher weiß, ist, dass wir nie den Coolie benutzt haben. Nie. Ich habe sogar in der Sekundarschule, also in der Oberstufe dann. Also du hast halt hier in der Schweiz, früher ist glaube ich heute noch ähnlich, 6 Jahre, also 3 Jahre Unterstufe, 3 Jahre Mittelstufe bis zur 6. Klasse. Dann, die einen sind dann in die Sekundarschule gekommen mit den besseren Noten und die anderen in die Realschule. Und ich hatte in der Sekundarschule tatsächlich auch Füller, das weiß ich definitiv noch. Weil ich habe nicht umsonst hier eine Tätowierung von meinem Kollegen. Das war zwar nicht ein Füller, sondern so ein technisch Zeichenstift, aber wir durften Kuli nicht verwenden, weiß ich noch. Warum, weiß ich auch nicht. Vielleicht, ja, ich weiß auch nicht. Du schreibst natürlich mit der Füllfeder in der Regel schöner als mit dem Kuli, behaupte ich mal. Oder du könntest schöner schreiben, wenn du das wolltest, behaupte ich mal. Bei uns war ab der 2. Klasse Füllerpflicht. Uiuiui, okay. Ich weiß nicht mehr, wann das bei uns losging. Irgendwann halt auch dann. Hallo Neibot, du solltest mal zu heiß auf YouTube. Danke, Spine. Mal gucken, ob er sich dran hält. Wir werden es wahrscheinlich dann am Freitag sehen. Janik, hallöchen, guten Abend, salü, salü. Und wen haben wir denn noch? Den Andi hatten wir, Luciandra hatten wir. Hab gerade nochmal nachgeschaut, der Stadtpark ist westlich des Hauptbahnhofs. Nee, das ist Seepromenade. Zählt das als Park? Ja, es ist parkähnlich. Haben wir keine Musik mehr? Es ist parkähnlich. Aber das ist nicht der Stadt. Wir haben keinen Stadtpark. Also ich kenne hier nichts, was als Stadtpark bezeichnet werden würde. Sag mal. Aber irgendwie. Eben, das ist halt Seepromenade mit Bäumen, Bänken. Da hat es auch irgendwie einen Sandkasten für Kinder. Da hat es ein Turngestell. Das mag Park OI sein. Aber das ist kein Stadtpark. Also nicht für mich. Aber weil wenn du das so siehst, mit westlich vom, westlich vom Bahnhof, vom Hauptbahnhof hier draußen, bei uns hier, dann ist die ganze Seepromenade, diese 2,5 Kilometer, das ist dann auch ein Park. Weil da sind auch Bäume und auch irgendwie Sessel, hätte ich fast gesagt. Bänke. Also das ist alles relativ parkähnlich. Heißi, ich teile meinen Stadtpark mit dir. Unser Stadtpark ist so groß, da passen 2 Fußballfelder rein. Ah, okay, schön. Ja, ist natürlich, die Stadt hier ist natürlich auch nicht groß. Wir haben irgendwie 9000 Einwohner. Also, da hast du in der Regel keinen Stadtpark. Wir haben die Fläche schon gar nicht. Von daher. Das ist mir zu lang, Fabtender.
Guten Abend, Salkinstein. Schöner Name, Hallöchen. Heiße ich. Nee, nicht heiße. Ich habe es mir angesehen und habe mich immer rumgeärgert, warum heiße immer in die kleinsten Gebäude rein ist und sich dann wundert, warum die anderen so gute Waffen haben. PUBG in dem Fall. Also was, sind das die ganz alten Sachen, meinst du? Die, von denen wir es jetzt gerade hatten mit Aldemar. Ja, wir hatten keinen Plan von dem Spiel. Also wir wussten einfach, das ist Battle Royale, sprich, da ist eine Zone, die wir kleiner. Aldemar, ich und vielleicht noch einer oder wer dann war, sind zusammen. Und wir müssen gegen die anderen kämpfen und wer am Schluss überlebt, der hat gewonnen. Aber ich bin da in Häuser rein und habe wahrscheinlich nicht mal geschnallt, welche Waffe, bla 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 und so weiter. Aber sonst bei PUBG, ein kleiner Tipp, Carinthia. Mit den kleinsten Gebäuden findest du teilweise die besten Sachen. Das ist echt kein Scherz. Das müssen nicht große Gebäude sein. Vor allem die großen sind meistens überlaufen. Da hast du schon erste Feinde und so weiter. Kennst du diese, was sind das denn? Die stehen so in der Wiese draußen. Das sind einfach so kleine, ganz kleine Hütten mit einer Holztür. Da laufen sehr viele dran vorbei. Geh da mal rein. Ich habe da drin schon 8-Fach-Visiere gefunden, M24, Sniperwaffen, alles Mögliche. Da hat es halt nicht viel drin. Da liegt dann wirklich nur dieses eine Ding. Aber das liegt dann da. Also das habe ich tatsächlich schon mal gehabt. So, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Ich lese das von Fabtendo doch noch. Wehe, wenn es nicht witzig ist, Fabtendo. Wieder eine ultra witzige Story. Als mein Vater die mir erzählt hat, lachte mich kugelrund. In der Nähe von Ravensburg. Ah, kenne ich auch noch. Gibt es einen Luftikus. Aha. Große Halle mit Hüpfburgen. Ja, kenne ich sogar. Ist das nicht, nicht Lego? Dingens. Doch, Lego ist da, glaube ich. Ist ja egal. Mini Fabi sah einen Stromstecker von der... von der Hüpfburg führte und fragte sich, was das? Braucht man das? Ja, und hat dran gezogen. Der Motor, der die Hüpfburg gepumpt hat, hörte auf und die Hüpfburg wurde irgendwann kleiner und kleiner. Ein Mitarbeiter merkte dies irgendwann, rannte panisch hin und steckte es wieder ein. Immerhin war der Mitarbeiter so schlau, dass er gemerkt hat, dass der Stecker raus war. Ich würde, wenn ich da irgendwie Mitarbeiter gewesen wäre, hätte ich das Ding wahrscheinlich zuerst mal auf Löcher geprüft. So wie sie auf die Idee kommen, Moment, das könnte ja auch ausgesteckt sein. Wobei auf die Idee muss natürlich erstmal kommen, dass das ausgesteckt ist, weil da steckt sich ja nicht alleine aus. Aber ich denke mal, genau bei so einer Hüpfburg, bei irgendwie sowas, was mit Kindern zu tun hat, das wurde nicht zum ersten Mal ausgesteckt und wahrscheinlich auch nicht zum letzten Mal, sondern das ist ja Kinder. Aber eben ausstecken, so Sachen, heieiei. Habe ich schon mal erzählt, ich habe mal irgendwie meine Nachttischlampe wieder eingesteckt, weil meine Mutter die ausgezogen hatte, weil ich unbedingt noch lesen wollte mitten in der Nacht. Und habe im Dunkeln, wollte ich die nicht ausstecken, im Dunkeln wollte ich sie wieder einstecken. Und das hat mich dann irgendwie 3 Meter durchs Zimmer gejagt. Also ich war wirklich so viel über dem Boden und seitdem bei mir Strom, nada, nichts mit Strom. Also Lichtschalter gerne, aber sonst auch mal natürlich was einstecken, geht auch, ausstecken auch. Aber da habe ich irgendwie, ich weiß auch nicht, den Strom so kennengelernt, wie er eben tatsächlich ist. Der kann dann tatsächlich, das muss ich nicht erklären. Der kann nicht nur wehtun, der kann noch wesentlich mehr. Den Füllertest musste man in der besagten Klasse bestehen. Aber ab der Klasse darauf war es den Lehrern auch in der Wurst. Wozu dann der Test? Tja, manche Lehrer bestand darauf den Füller in Deutschland und Englisch. Aber in Mathe, wenn man da zeichnet, ist Bleistiften muss. Ja eben, ich weiß halt auch nicht, warum wir zum Beispiel tatsächlich keinen Kugelschreiber benutzen durften. Also was ist daran irgendwie unpädagogisch, keine Ahnung, wenn man einen Kugelschreiber benutzt? Was ist daran viel besser wie ein Füllfederhalter? Du kannst ja beides nicht. Achso, nee, gut, du kannst natürlich den Kugelschreiber, wenn du geschrieben hast, das kannst du nicht rückgängig machen. Du kannst, wie gesagt, mit dem Tintenkiller hießen die bei uns, dass du die Tinte wieder wegmachst und mit dem Radiergummi kannst du den Gummi nehmen. Das ist auch wieder weg. Aber das kann ja auch nicht der Grund sein, warum wir dann irgendwie... Die waren wirklich, ich weiß nicht, ich habe sogar mal irgendwann noch einen Kugelschreiber dabei gehabt. Und zwar nicht für die Schule, sondern für irgendwas anderes. Der wurde mir weggenommen. Weiß ich tatsächlich noch. Einfach mit der Begründung, am Schluss schreibst du noch mit dem. Ja, und dann geht die Welt unter. Also manchmal ist schon komisch. Und wir hatten eben tatsächlich noch, wir hatten einen anderen Lehrer. Wo war das denn? Das war, ach, Musik, genau. In der Musik musstest du mit Kugelschreiber. Also sowas komplett Konträres. Also sowas wie ein Lehrplan kennen die oder kannten die da, glaube ich, auch nicht. Weil wirklich, du gehst irgendwie zuerst von 9 bis 10, gehst du da, ich glaube, das war Algebra oder irgend so ein Käse. Dann nehmen sie dir den Kugelschreiber weg, den du für was anderes brauchst, weil du könntest ja damit schreiben. Dann ist das gehst in die Pause, danach gehst du zur Musik und wenn du da dann nicht den Kugelschreiber nimmst, dann fliegst du raus. Also wer erfindet sowas?
Also Magma und sowas ist dann noch die Oberstufe. Also sprich, wären ja noch die Intelligenteren. Also die Lehrer, hoffentlich. Ganz komisch. Ja, das sind halt so... Da macht halt jeder das, was er will im Endeffekt. Eben. Und kommt dann mit so Scheinargumenten von wegen irgendwie, ja, Kuli ist halt einfach, nee, das darf man nicht. Wir schreiben mit Füllfederhalter. Also ganz komisch. Was? Deine Stimme? Ich hab dich auf 50. Du bist extrem leise. Aha, okay. Warum sagen denn alle, dass der Sound passt? Also wir hatten drei Leute, die ich habe extra gefragt. Ich habe extra drei Leute. Aber wisst ihr was? Ich mache hier nochmal ein bisschen runter. So, okay. Jetzt müsste ich... Ich kann... extrem leise kann ich sowieso nicht sein. Das ist immer das gleiche Mikrofon. Das ist immer gleich eingestellt. Das könnte höchstens sein, dass die Musik zu laut ist. Das wäre möglich. Aber nicht, wenn die Spinne schreibt, Sound passt. Dann passt der Sound. Jetzt haben wir wahrscheinlich wieder keine Musik mehr. Jetzt rattert die hier einfach so in der Gegend rum. Naja, gut. Eben, das Alkistein schreibt auch, bei mir passt da. Das muss an dir liegen. Ja, ich weiß halt auch nicht. Stimme habe ich... Deine Stimme habe ich auf 50. Lepanto, du kannst nicht meine Stimme auf 50 haben. Wenn du meine Stimme auf 50 hast, hast du auch den Sound auf 50. Das ist eine Datei, die da bei dir ankommt. Also, du kannst das ja nicht... Du kannst das nicht abmischen. Also, wenn du es kannst, sag's mir. Dann hast du was erfunden. Weil das geht nicht. Das ist ja eine Datei, die du hast. Dann sind beide auf 50. Gibt's heute Rackfest? Yannick... Was steht hier? Groß mit farbigen Buchstaben. Ne, die sind weiß, aber oben der Balken ist immerhin rot. Ja, Breakfast, definitiv. Und zwar, wie gesagt, irgendwann so 15 Minuten, so um den Dreh rum. So, jetzt schreiben auch wieder alle das. Okay, ich mache wieder lauter. So, müsste passen, hoffentlich. Wenn es jetzt tatsächlich zu laut ist, bitte nochmal schreiben. Aber ich darf natürlich auch... Warum mache ich denn den Fehler und höre auf Einzelne? Wenn mehrere schreiben, das ist okay. Dann ist es doch okay, Herr Eisenberg. Da muss man doch dann nicht irgendwie wieder rumbasteln und dann stimmt es wieder nicht mehr. Heieiei. Ach, was hatte ich nur für eine schöne Schulzeit. Ja, 4 Jahre in Folge Klassensprecher. Ich auch. Ich war zwar nie Klassensprecher, aber ich... ich hatte auch eine sehr schöne Schulzeit. Da könnt ihr euch... Tante Harry könnt ihr euch Geschichten erzählen. Ich muss mal gucken, wenn der mal wieder kommt, weil das wird demnächst einmal irgendwann der Fall sein. Dass er mal irgendwie das eine oder andere vielleicht, ich glaube, er hat eh schon was erzählt. Also sagen wir mal so, er hatte nicht nur Spaß mit mir. Teilweise habe ich ihn auch tatsächlich geärgert, den armen Harry. mit diversen Sachen. Aber bei mir ist es tatsächlich auch so, die Schulzeit ist mit etwas vom Schönsten, was ich je hatte. Definitiv. Ich bin da direkt tatsächlich von der Schule, von der dritten Sek. In die Lehre gegangen und ich habe es gehasst wie die Pest, muss ich wirklich sagen. Ich wäre so gerne eigentlich wieder zurück in die Schule. Und wenn ich, sagen wir mal so, wenn ich gewusst hätte, was mich in der Arbeitswelt erwartet, dann hätte ich wahrscheinlich in der Schule weitergemacht. Dann wäre ich tatsächlich noch eine, also da gibt es dann halt, irgendwann gab es die Kantonsschule, da konntest du von der zweiten Sekundarschule aus, musstest du aber eine Prüfung machen, alle, und war relativ hart, also die war dann wirklich anspruchsvoll. Und mich hat der Lehrer noch gefragt, ob ich da will. Und ich habe kategorisch gesagt, nee, danke. Nee, ich gehe da jetzt nicht noch länger in die Schule. Oh Gott, habe ich das bereut. Also beim ersten Tag auf der Arbeit dachte ich, mein Gott, wie doof kann man sein, wenn man schon die Möglichkeit hätte. Und heute ist es mir eigentlich egal. Passt eben. Schulzeit war bei mir genial, definitiv. Ich weiß nicht, wie die Musik immer laut oder spinne ich gerade. Dani sollte tatsächlich nicht sein. Ich glaube nicht, dass du spinnst. Ich würde mich nie erdreisten, so etwas zu sagen. Die kann nicht lauter werden. Also wobei, ja manchmal... Moment, aber das Rendern ist fertig. Das kann ich beenden. Ja genau, speichern, dankeschön. Die Musik wird sicher nicht lauter. Vielleicht sind halt die Songs unterschiedlich hart. Bei der einen hörst, beim einen Song hörst du mehr Gitarre, beim anderen Dingen hörst du wieder weniger Gitarre. Das kann natürlich sein, dass dann die Wirkung so ist, dass du das Gefühl hast, es ist lauter. Das ist möglich. Wie war, was ist mit mir? Ach so, weil der Spinne ist echt nicht schlecht. Daniel schreibt, ich weiß nicht, wird die Musik immer lauter oder spinne ich gerade? Sorry. Und der Spinne schreibt, wie was ist mit mir? Genau, der Daniel meinte seinen Zustand und nicht den Herrn, die Spinne. Herr Rohan, guten Abend. Noch so ein PUBG-Jünger, Hallöchen. Und stark, also da habe ich vom Rochen habe ich schon Sachen gesehen, da habe ich gestaunt mittlerweile. Ach so, übrigens PUBG, da fällt mir ein. Geplant war ja am Samstag ein PUBG-Turnier zu machen. Das ist auch noch, das ist in der Schwebe.
Weil irgendwie ist mir am Samstag jetzt doch wieder noch was irgendwie dazwischen gekommen, aber eventuell lasse ich das sausen. Und wenn ich das sausen lasse, dann hätte ich Zeit für PUBG. Das weiß ich aber erst morgen. Und von daher, ich bitte euch noch ein bisschen Geduld zu haben, falls ihr euch dafür interessiert, entweder mitzuspielen oder zu gucken. Kann sein, dass ich morgen das PUBG-Turnier tatsächlich ankündige dann irgendwie. Muss ich mal gucken. Freitag Transport Fever 2 müsste passen. Und am Sonntag Formel 1 passt auch. Also wenn der PUBG klappt, dann hätten wir wieder so ein 3-Tage-Stream-Dingens. Das ist immer schön. Ist irgendwie anstrengend, aber schön. Macht Spaß. Dann bin ich so richtig drin jeweils am Sonntag. wenn der Stream fertig ist, dann bin ich dann drin. Rohan hatten wir. Der rannte hin, sah die alles panisch an und sah, dass dann der Stecker weg war. Ach, der Kollege von der Hüpfburg. Ja, eben. Ja, hat er ja schlau gemacht. Wie gesagt, ich hätte zuerst mal geprüft, ob nicht irgendwo ein Loch ist. Und prüf mal bei einer Hüpfburg, ob irgendwo ein Loch ist. Wie machst du das denn? Hören, draufdrücken und hören. Aber so eine Hüpfburg ist halt groß. Da musst du stark draufdrücken. Ja, das wird schwierig wahrscheinlich. Im Prinzip könntest du natürlich so mal früher kaputte Fahrradreifen jeweils geprüft. Die ins Wasser reinlegen und drücken und dort, wo das Blubberding rauskommt, da ist das Loch. Aber mit einer Hüpfburg wahrscheinlich schwieriger. Nehme ich mal an. Taschenrechner waren bei uns in der Schule ganz verboten. Oh ja, 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 natürlich. Ja, ja, bei uns definitiv auch. Wir durften? Nee, durften wir nicht. Nee, auch in der Sekundarschule nicht. Nee, ist auch logisch. Also ist auch richtig. Wie willst du rechnen lernen, wenn du einen Taschenrechner nimmst? Aber die konnten natürlich nicht kontrollieren, was wir zu Hause gemacht haben. Aber es ist tatsächlich so, zu meiner Zeit, als ich zur Schule ging, waren Taschenrechner A, teuer und sagen wir mal so, also jeder, es hatte nicht jeder einen Taschenrechner, definitiv nicht. Heute hast du ein Handy. Das kann zehnmal mehr. Aber irgendwie, Taschenrechner kamen erst später auf. Ich weiß noch, den Taschenrechner, den mein Vater hatte, das war so ein riesen Unikum. Also das war wirklich, das war irgendwie so groß wie die Tastatur hier. Und mit riesen Tasten und irgendwie so ein Feld, so groß wie so ein 5-Cent-Stück. Und wenn da eine Zahl stand, dann musstest du gute Augen haben, damit das siehst. Also halt, anders gesagt, sinnlos, das in die Schule mitzunehmen, um da irgendwie bei der Prüfung was zu machen, weil ich kann da nicht den Rechner nach vorne nehmen und aus der Nähe gucken, was da draufsteht. Nein, aber eben, ist ja auch richtig, weil, ja, wie willst du rechnen lernen, wenn du einen Taschenrechner benutzt? Also das macht ja keinen Sinn. Jetzt passt es. Das freut mich, Lepando. Sehr gut. Ich weiß, dass es ein Witz war. Achso, ja, der Daniel hat das Emoticon vergessen. Da bist du bei mir in guter Gesellschaft. Ich und Emoticons. Ich schreibe irgendwann ein Buch darüber. Heiße und seine Emoticons. Wahrscheinlich. Aber ist schön, ich genieße es. Ich mache die mittlerweile gerne. Ich hatte schon Phasen, wo ich immer dachte, ah, nee, das ist doch Käse. Und da habe ich immer so dieses Doppelpunkt-Klammerding gemacht. Bei allem, was ich geschrieben habe, irgendwie bei Discord oder irgendwie bei den Kommentaren. Warum habe ich jetzt da schon wieder so viele Nachrichten? Ich muss das überdecken. Das macht mich immer nervös, wenn ich bei Discord irgendwie dann wieder sehe, wieder 6 Nachrichten von irgendwem, den ich nicht kenne. Wo war ich? Keine Ahnung. War auch nicht so wichtig. Taschenrechner, genau. Eben, ja. Zum Glück darf man die in der Schule nicht verwenden. Darf man heute, glaube ich, auch nicht. Hoffe ich zumindest. Müsste mal meine Tochter fragen. Die sagt da, die gibt eh keine ehrliche Antwort. Wahrscheinlich. Feuer war besser, als es leise war. Nee, das ist dann Musikgeschmacksfrage. War doch angenehmer als nochmal einen Tacken leiser und dann angenehmer, dich zu hören. Ja, ist es denn jetzt okay? Ihr schreibt halt in Rätseln. Der eine schreibt wieder, jetzt passt es. Dann kommt wieder Fabtento, da ist es wieder ein Tacken zu. Weiß nicht. Einfach schreiben, ist okay oder nicht okay. Oder schreibt, was zu laut ist oder zu leise. Das schaffen wir noch, Leute. Wir haben noch 10 Minuten Zeit. Dann fangen wir mit Wreckfest, dann ist vorbei. Dann haben wir keine Zeit mehr. Also zumindest nicht, um irgendwie hier den Sound noch anzupassen. Das meine ich auch mit laut, leiser. Aha, okay, das sagen wir auch wieder nicht viel. Könntest du die Umfrage... Oh, die Umfrage. Ja, die könnte ich. Tatsächlich, das mache ich auch. Was haben wir gesagt? 4. Das war 4. Ah, jetzt muss ich wieder ein Vollbild machen. Sonst komme ich da nicht ran. Das muss ich zumachen. Warum mache ich eigentlich das immer auf? Weil bei jedem Stream muss ich dann das zuerst wieder schließen, bevor ich an die Vorhersage rankomme. Herr Heisi, merken Sie sich doch so Sachen. Das gibt's doch nicht. So, Alora. Nicht Vorhersage, doch starten war's. Also machen wir Top 4. Kann ich das bearbeiten? Jetzt. Okay, wird Heisi einmal unter die Top 4 kommen? Ja, nein.
Machen wir 10 Minuten, das müsste reichen. Stimmt das jetzt? Wird Heisi einmal unter die Top 4 kommen? Na, wahrscheinlich nicht, aber nee, ich möchte euch ja nicht beeinflussen. Schon gar nicht negativ. So, also, jeder, der mich liebt, stimmt ja. Okay? Nein, Blödsinn. Stimmt, was ihr denkt? Ich kann es euch nicht sagen. Es kann sein, dass ich im ersten Rennen unter die ersten 4 komme. Es kann aber auch sein, dass ich nach den ganzen 6 Rennen, beziehungsweise 4 Rennen und zweimal Arena, keine Ahnung, weit entfernt bin von diesen 4. Das ist bei mir tagesformabhängig. Das hängt davon ab, wer gerade mitfährt. Also zum Beispiel, wenn der Michael mitfährt und der F1-Zerstörer, bin ich automatisch schon wieder eins weiter hinten, weil die fahren beide sowieso schneller. Und wenn jetzt der eine nicht mitfährt, dann bin ich wieder eins weiter vorn. Also das spielt natürlich auch immer noch rein. Oh Gott, wieder 3 Tage heiße ich. Och nö. Sag mal, Daniel, echt jetzt? Komm du mir mal nach Hause, Kollege. Nein, Dame Daniel muss dann halt auch immer. Nein, musst du ja nicht. Wir haben ja ein bisschen jetzt was gemacht. Also von daher. Aber ich freue mich natürlich, wenn du da bist. Verstehe das bitte nicht falsch. Wir dürfen zur Prüfung für bestimmte Aufgaben Taschenrechner nutzen. Aha, okay, das erklärt einiges. Nee, okay. Diese Aufbacken für eine 90-Minuten-Prüfung mindestens beim normalen Ausrechnen die Hälfte eingenommen hatte und dann bei 2 Aufbacken, was sind Aufbacken? Die Zeit um wäre und die anderen 30 Aufgaben man nicht lösen kann. Fabtendo, ich weiß teilweise bei dir am Schluss vom Satz nicht, was in der Mitte stand, muss ich tatsächlich gestehen. Aber okay. Ja, nee, ich kann mich nur wiederholen. Also ich finde es falsch, wenn man in der Schule den Taschenrechner benutzen darf, aus besagten Gründen. So lernst du nicht rechnen. Also wie denn auch? Bei uns dürfen welche verwendet werden, sogar in Klausuren. Ach, okay, was ist das denn für eine Schule, Feinzerstörer? Baumschule? mach sie doch nicht. Also, naja gut, die Zeiten haben sich geändert, ganz klar. Heute sind wahrscheinlich die Lehrer froh, wenn ihr nicht gleich einen Computer mitnehmt. Dann denkt ihr, ja mein Gott, wenigstens tippt er dann auf dem Taschenrechner rum und nicht auf der Tastatur. Und zu unseren Zeiten war es tatsächlich so, ja eben, also wie gesagt, das war kein Scherz, also das war so. Zu der Zeit waren Taschenrechner selten. Also die hatte tatsächlich nicht jeder. Mein Vater hatte einen, weil er den geschäftlich brauchte. Der war Bauführer bei der Stadt, Stadtbauamt. Und da musste er halt messen und rechnen und machen und tun. Und der hat den privat gekauft, das weiß ich noch. Und deswegen hat er ihn privat zu Hause gehabt. Und wenn ich ihn berührt habe, hat er geschimpft, weil der war extrem teuer. Und ich habe den öfters mal berührt, so bei den Hausaufgaben und so. Das bleibt aber bitte unter uns, ist das okay? Dankeschön. Ich hatte in der Berufsschule meinen ersten Taschenrechner, ein Texas TI-30. Hui, den habe ich heute noch. Das Ding müsste schon was wert sein. Google mal, Arnie, das kann natürlich sein. Das kann natürlich tatsächlich sein. Man hätte sowieso viel mehr Sachen von früher behalten sollen. Das ärgert mich. Was ich teilweise weggeschmissen habe, wo ich auch fast sicher bin, dass das mittlerweile wahrscheinlich einen gewissen Wert hätte. Ich habe aber auch noch ein paar Sachen da, die einen gewissen Wert haben. Also hier zum Beispiel meine Plattensammlung. Da ist, also jetzt nicht meine Privatplatten, da auch. Da doch primär tatsächlich die Privatplatten. Hier sind ja Platten aus 2 Läden. Also hier sind 10.000 CDs und Vinylsachen in dem Zimmer drin. Alles gestapelt bis an die Decke, falls jemand das noch nicht kennt. Und bei den Privatplatten weiß ich, da habe ich ein paar Sachen dabei. Also da kriegst du für die eine Platte 3-stellige Beträge. Definitiv. Ich kann euch aber sagen, werde ich nie verkaufen. Never. Weil da hängt mein Herzblut dran. Also auch wenn ich die Sachen gar nicht mehr höre oder fast nicht, würde ich nie verkaufen. Also ich würde vorher, glaube ich, hier sitzen, nichts zu essen haben und die Platte angucken. Also so, ich bin so drauf. Mich interessiert da das Geld überhaupt nicht, sondern ich möchte diese Platte haben. Obwohl ich die wahrscheinlich nie mehr ansehe. Die steht irgendwo da hinten in dem Ding drin. Nee, davon trenne ich mich nicht, definitiv nicht. Aber was habe ich denn, irgendwas habe ich mal, ach genau, ich habe, oh, das darf, darf ich fast nicht erzählen. Was ich halt mal weggeschmissen habe, das war von der ersten Konsole, die ich hatte, von dieser Mattel Intellivision. Da könnt ihr googeln, die müsste irgendwie 1978 oder so rausgekommen sein. Da war halt Ping und Pong drauf oder wie das Zeug heißt, so diese Striche, wo die Bälle dann, also Bälle, wo die Pixel rumfliegen und so. Und da habe ich tatsächlich, glaube ich, 2 Spiele weggeschmissen, als ich umgezogen bin. Weil ich mir dachte, ich brauche die Konsole eh nicht mehr, weil die war veraltet. Das ist natürlich ein Riesenfehler, das darfst du definitiv nicht. Und ich weiß nicht, wo diese blöde Konsole selber ist. Die habe ich eigentlich nicht weggeschmissen. Hundertprozentig nicht. Aber ich weiß nicht mehr, wo das Ding ist. Das hatte so goldene Knöpfe. Da konntest du sogar zu zweit schon spielen. So goldene Buttons, irgendwie, die konntest du so reindrücken. Also so irgendwie.
Und dann hast du die Männchen gesteuert, das weiß ich noch, rauf, runter etc. Die müssen doch irgendwo sein, das führt mich zum nächsten Gedanken. Da oben, Kollege Dachboden, da wollte ich doch auch mal vorbei. Und ich habe gesagt, ich möchte nicht darauf, wenn es zu kalt ist. Deswegen habe ich das bis jetzt nicht gemacht. Ihr wolltet da eine Kamera mitnehmen, das würde ich auch machen. Soll ich auch mal was verraten? Jetzt ist es zu warm. Jetzt gehe ich da auch nicht rauf und filme. Nein, ich müsste mal einen neutralen Tag erwischen. Aber das könnte tatsächlich sein, dass ich da drin diese Mattel Intellivision Konsole finde. Und das wäre natürlich cool, weil ich glaube, die hat auch einen gewissen Wert. Und da muss ich sagen, ich glaube, die würde ich je nach Wert würde ich die verkaufen. Das ist bei mir was anderes wie Musik. Ich liebe zwar Videospiele, sonst würde ich nicht machen, was ich mache. Aber ich habe zu Musik noch eine intensivere, persönlichere Beziehung tatsächlich als zu Videospielen. Videospiele sind für mich, ja, es sind halt Nullen und Einsen und Pixel und so weiter. Wobei, so ein Mario würde ich auch nicht wegschmeißen, würde ich auch nicht verkaufen. Also Mario, irgendwie Super Nintendo. Die habe ich auch noch irgendwo, die Super Nintendo Konsole. Sag mal, wo habe ich denn die ganzen Konsolen hingetan? Keine Ahnung. Ich möchte gar nicht wissen, was ich auf dem Dachboden alles finde. Wahrscheinlich bin ich nachher ein gemachter Mann. Nein, wahrscheinlich nicht, aber wer weiß. Wäre ja möglich. Ist okay, kann sich ja jeder selber laut oder leiser drehen. Ja, Rohan, es geht natürlich darum, ob meine Stimme im Verhältnis zur Musik zu leise oder zu laut war. Sonst logisch. Das hat man aber auch schon mal, dass jemand irgendwie gesagt oder geschrieben hat, die Musik und deine Stimme ist zu leise. Da muss ich dann gar nichts sagen, weil da hat dann der Nächste reingeschrieben, dann dreh doch mal einfach mal ein bisschen lauter. Und dann hat sich das Problem, glaube ich, schnell behoben oder erledigt gehabt. Bei uns durfte man ab der 9. Klasse den Taschenrechner benutzen, da der Lehrer meinte, er hätte es satt, Aufgaben zu stellen, wo ein rundes Ergebnis rauskommt. Okay, gut, ja, wenn natürlich der Lehrer dann zu faul ist, irgendwie um die Sachen zu korrigieren, dann glaube ich, dass du das dann tatsächlich auch mal benutzen darfst, das Ding. Ja, nee, wir tatsächlich nie. Wolltest du nochmal Top 5 testen? Ja, aber mein Gott, was interessiert mich mein Geplapper von gestern Farbtendo? Ne, ich finde das jetzt mit den Vieren okay, wir machen das jetzt mal so. Wir haben, oh, das ist aber sehr geteilt, sehe ich da gerade. Very, very geteilt. 56.000, dass ich schaffe, zu 60.000, dass ich es nicht schaffe. Wir werden es in Kürze sehen, dauert gar nicht mehr lang. Es gibt sehr viele Sachen, die man ohne Taschenrechner kaum oder gar nicht rechnen kann. Ja, logisch, heutzutage sowieso. Deshalb mussten wir ab der 7. Taschenrechner haben. Ach, okay. Ne, da haben sie uns tatsächlich eingetrichtert. Wahrscheinlich haben wir nichts gelernt, was man nicht lösen könnte im Kopf. Nehme ich jetzt mal an. Das war halt natürlich, also das, die Schulen früher und die Schulen heute, die sind anders. Da wird anders unterrichtet, da gibt es andere Philosophien. Das ist ganz klar. Wie oft war Heiß in den letzten Streams in der Top 4? Nie? Weiß nicht. Keine Ahnung. Ich werde dafür sorgen, dass Heisi nicht Vierter wird. Gisblo, ich nehme die Herausforderung an. Aber Leute, also ich werde dann allergisch, wenn ich merke, dass alle nur auf mich losgehen. Also da kriege ich, dann. Ja. Aber das macht ihr ja nicht. Hoffe ich mal. Gisblo, danke, Kekse gerettet. Ach, der Argent wieder, der stimmt wieder gegen mich. Das. Ich nehme mir mal meinen Laptop mit in den Unterricht, kein Scherz. Ja eben, ja, wenn man es darf. Warum nicht? Also, okay, ist ja nicht so falsch. Jetzt, heute. Früher gab es keine Laptops. Ich konnte nicht einen Laptop mitnehmen, der noch nicht erfunden ist. Das ging nicht. Sonst hätte ich es auch gemacht, das kann ich sagen. Zur Not unter meinem Pulli. Mit Sicherheit. Ich war der Meister des Schummels und ich wurde praktisch jedes Mal erwischt. Es war ein Kreuz. Ich hatte schon, ja, also das kennt jeder. Handrücken, beziehungsweise hier unten irgendwelche Lösungen. Das wurde jedes, irgendwann kannten sie mich halt. Und dann ist halt blöd, weil dann kannst du nichts mehr machen. Dann musst du lernen. Und das ist eigentlich fies. So, das habe ich jetzt aber als junger Mensch gesagt, nicht als Papa. So, Heisi, wenn du das liest, wird es Zeit zu wechseln. Ja, in einer Minute. Minute zwei. Weil manche Aufgaben zu komplex sind, auszurechnen darf man bei manchen Aufgaben im normalen Unterricht die Taschen. Das habe ich doch gerade gelesen. Und dann auch zur Prüfung gerade. Quadratwurzel hoch 3, das kannst du auch im Kopf ausrechnen. Also ich nicht mehr, aber das konnte ich glaube ich mal. Durch 3 mal 8 hoch Quadrat, ja genau, und dann das Plus hebt das Minus auf wegen der eckigen Klammer, oder wie ging das? Weiß auch nicht mehr. Hypotenuse gleich Karatenuse, ich weiß es nicht mehr. Ich wäre ein guter Lehrer, habe ich das Gefühl. Ja, zumindest hätten wir es lustig, aber lernen würden die Leute nichts, das kann ich euch jetzt schon sagen. Und wenn, dann wahrscheinlich Unsinn. Wer hat die achtfache Geschwindigkeit der Sonne? Achso, das ist ein Rechenbeispiel.
Ja, aber sowas musst du ja auch nicht ausrechnen. Bist du Astrophysiker? Also von daher, dass die das mit PCs heute rechnen, ist klar. Ich habe noch von ELP. Wer ist Elb? Das legendäre Dreieralbum würde ich auch nie hergeben. Obwohl, wenn wir einmal nicht mehr sind, landet das wahrscheinlich eh alles im Müll. Ja, Ani, da hast du nicht unrecht. ELP. Electric Light Orchestra kann das nicht sein. ELP? Kannst du mir das erste Allgemeine? Nein, auch nicht. Kannst du das mal noch kurz schreiben, was das ist? Kenne ich nicht so. Electric Light? Nee, eben nicht. Ja, ich glaube, meine Platten werde ich wahrscheinlich auch nicht meiner Tochter vererben können. Aber wie soll ich sagen, wenn ich da mal weg bin, ist es mir halt auch egal, was mit denen passiert. Also wenn die dann halt auf dem Müll landen, das stört mich dann nicht mehr. Ich möchte jetzt, wo ich noch lebe, die nächsten 80 Jahre, da würde ich gerne die Platten noch haben und wissen, dass ich sie noch habe. Weil das Schöne ist natürlich im Umkehrschluss jeweils, wenn ich in der Kneipe bin, da mit meinen Bandkollegen, speziell der Herr Lumbreras, darf ich das so sagen? Ja, habe ich schon mal gesagt. Der beneidet mich natürlich tatsächlich um einige von den Platten. Er sagt dann irgendwie, oh ja, die habe ich leider nicht und dann komme ich. Ja, ich habe sogar die Erstpressung, die war damals auf 100 limitiert und ich habe goldenes Vinyl. Und innen das Label ist silbrig. Da müsst ihr doch mal gucken, was der für Augen kriegt. Also allein deswegen kann ich mich von denen nicht trennen. Aber wenn ich tot bin, dann macht damit, was er wollt. Das ist mir dann egal. Gibt's am Freitag einen längeren Stream? Wegen dem Update. Ist das jetzt wirklich am Freitag? Da muss ich gucken. Nee, länger nicht. Nee, Transportfieber 2, nein. Nein, das, Kollegen, das spiele ich jeden Tag. Ich möchte das nicht überstrapazieren. Ich kann nicht wie bei PUBG 6 Stunden Transportfieber streamen. Sonst habe ich nachher, wenn ich am nächsten Tag wieder aufnehmen muss, dazu keine Lust mehr. Das geht nicht. Weil ich kann PUBG 6 Stunden streamen problemlos, weil das Spiel das kann. Das könntest du mit Transportfieber auch, keine Frage. Aber PUBG ist halt der Punkt, das spiele ich dann nicht am nächsten Tag wieder. Also schon, aber nicht im... Egal, da komme ich nicht mehr raus. Nein, es geht darum, dass ich das dann nicht mehr aufnehmen muss am nächsten Tag. Und am Tag drauf und wieder drauf und wieder drauf. Deswegen geht es bei PUBG. Gibt es am Freitag... Ach, das hatten wir. Ich habe auch noch eine VHS-Kassette, noch mit dem Film drauf. Asteroid mit Michael Dean und Annabella Sciorra. Aha, okay, auch nicht schlecht. Kenne ich tatsächlich nicht. Also Michael Bean kenne ich. Michael Bean war der Kollege bei Terminator. Wie hieß der denn da gleich nochmal? John Connor. Der junge John Connor. Das war tatsächlich, das war Michael Bean, stimmt. Emerson, Lake & Palmer. Ach klar, ja, ja, gut, kenne ich auch. Da wäre ich jetzt, glaube ich, tatsächlich nicht mehr drauf gekommen. Die gibt's ja auch noch. Ja eben, trennt dich bloß nicht davon. Also trennt euch nie von Musik. Wenn ihr eine erste Schallplatte habt von B-City-Rollers oder was gibt's sonst noch für musikalische Verbrechen von früher, behaltet sie, weil das sind Erinnerungen. Also das darfst du nicht wegschmeißen. Ich habe auch noch VHS-Kassetten von Filmen tatsächlich, die ich irgendwie so mit 2021, also ich habe die halt ausgeliehen und dann Kopien gemacht. Das ist verjährt, ist egal. Und die habe ich auch noch, das sind irgendwie so 8-9 Stück und da sind halt Filme drauf, die ich tatsächlich liebe. Also unter anderem meine Lieblingsfilme. Ich kann die nicht mehr gucken, ich habe keinen Videorekorder mehr. Wie willst du heute ein Video gucken? Man könnte es natürlich irgendwie digitalisieren, das würde gehen. Ich hätte sogar ein Kabel da, wo das ginge, mache ich aber nicht. Aber ich möchte die Kassetten haben. Die waren mir mal wichtig und wenn mir das mal wichtig war, möchte ich es behalten. Das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Gut, Freunde, apropos Kassetten, VHS, digital und möchte ich behalten. Wir fangen jetzt mit Wreckfest an, wenn es okay ist. Also, wir machen das so, der liebe Luciandra schreibt bitte wieder das Passwort in der Pause rein. Ich mache mal hier kurz den Wreckfest rein. So, das hier oben stimmt, jawohl. Stimmt eigentlich alles. Hat ja der Heiße gemacht, dann stimmt es ja auch meistens. Dann kann ich das schließen. Dann wandert ihr wieder irgendwie rüber. Wreckfest ist harmlos, glaube ich. Wreckfest macht nicht wieder irgendwie die ganze Auflösung weg. Na, nee, das geht. Formel 1 ist da irgendwie so ein Unding. Ich glaube, ich kann die Nacht nicht schlafen, aus Angst, ob Heise mindestens einmal Vierter wird. Das kann, doch, du kannst schlafen, weil wenn du schläfst, ist das rum. Also du weißt es ja dann. Hoffe ich zumindest mal. Also, liebe Freunde, kurze Pause, 5 Minuten. Luciandra wird das Passwort hier in den Chat schreiben, weil voll ist das eigentlich in der Regel jetzt nie mehr. Das ist eigentlich auch okay. Und ja, wenn wir dann, also wenn ich dann wieder da bin, dann werden wir gleich spielen. Und ihr holt euch noch Chips. Die wollen ein Bier, die nicht wollen Saft oder ein Wässerchen und macht es euch gemütlich. Also, bis gleich.
So, da bin ich wieder. Spiel lädt. Was macht er? Oha, da muss ich mal aus dem Kaffeesatz lesen, ob ich möchte, dass Fabtento gut schläft. Der Herr Rohorn, okay. Rohorn, ich würde dir danken, schreibt Fabtento. Da meint Rohorn, aber dann verliere ich ja meine Kekse. Ja, das wäre ja ein Drama, um Gottes Willen. Nachher kann ich mir das dann hier mit 3 Tage lang anhören, wenn Rohorn tatsächlich keine Kekse mehr hat. Und von mir kriegst du keine. Die sind, ja, betriebsintern. Die kann ich nicht verschenken. Doch, könnte ich. Nee, will ich aber nicht. Nein, ich kann auch nicht. Ist jetzt auch egal. Lass uns rübergehen. Wo ist mein Formel-1-Dingens? Hier. Jawohl, sehr schön. Wen haben wir denn alles? Vor allem habe ich gerade... Moment. Ja, jetzt. Wir haben Luciandra als Host. Dann haben wir Garak, Carinthia, Marflo, Archen. Ach, der Herr Beetlejuice. Ja, sag mal, gar nicht Tag gesagt. Herr Knorze, good evening. Schön, dass du wieder mal mitfährst. Den Andy Börner, den Gisblo, den Rohorn, den Arnie, der Fallzerstörer, Nico 3, Austria, Heisi, der Kung Fu Harry. Auch herzlich willkommen. Auch nicht in Chat geschrieben. Seid ihr alle ein bisschen schreibfaul? Und wenn ich Kung Fu Harry hier so sehe, wo ist denn Madame Michele? Ja, ja, ich wähle gleich. Ich muss jetzt erst noch Kung Fu Harry blöd anmachen. Wo ist denn Michele? Die ist da letztes Mal auch gefahren. Fand ich lustig. Habe ich zwar gerammt, war aber trotzdem lustig. Also Wagen wählen. Defloop. Stabil oder schnell? Beides. Ich nehme meinen Dragslayer. Mit dem bin ich immer relativ schnell. Weil der andere. Ich habe ja Fahrzeuge gepimpt. Mit einer netten jungen Dame. Letztens mal. Also ist schon ein bisschen her. Und wir haben hier nochmal ein schnelles Fahrzeug. Ich glaube, das andere ist super. Aber der ist halt dermaßen leicht. Der fliegt mir. Der geht gar nicht um ein Looping rum. Der fliegt ja rum. Ach, da ist er ja. Hallöchen, Lena. Guten Abend. Schnell. Gut, also schnell. Machen wir tatsächlich schnell. Aber ist nicht mit dem Looping, das ist da irgendwie dann auch, wie soll ich sagen, wäre nicht schlecht, wenn es stabil wäre. Aber der ist ja schnell unstabil, der Dragslayer. Habe ich ihn? Jawohl, nicht, dass ich wieder mit der falschen Karre starte. Ich muss ja unter die ersten 4 kommen. So, machen wir mal bereit. Den Ferrari. Achso, was ist mit Ferrari? Formel 1, was? Ach, ja. Versteht ihr natürlich nicht in dem Sinne. Ich habe hier verschiedene Szenen. Das eine ist tatsächlich, wo wir halt reden. Dann gibt es ein Pausending, alles Mögliche. Und dann habe ich eben noch ein Formel 1-Teil, das ich für Formel 1 nutze. Richtig, und für Wreckfest. So, jetzt Konzentration. Also, geht weg, ich muss Vierter werden. Alle weg. Ich muss erst wieder reinkommen. Ich bin noch im Transportführermodus, das ich gerade aufgenommen habe vorher. Nein, schubsen, nein. Danke für die Bits. Ui. Oh nö, come on. Ey, das ist doch Käse. Ich war doch gerade so stark. Oh Gott, flach wie eine Flunte. Ach nö, wo ist denn hier, wo ist denn der Deckel oben? Also irgendwie. Was ist das denn? Was war das denn für eine Massenkarambolage? Da kriege ich ja Vögel. Und irgendwie, das fährt nicht mehr richtig, das Auto. Ich bin langsam. Arni, geh da weg. Ich muss da durch. 70 habe ich aber noch. Also irgendwie, das Ding ist stabil. Tatsächlich. So, ein bisschen Tempo kriege ich auch. Nicht jetzt, nein, nicht die Bande. Oh, nicht hier Häufchen machen. Ich muss hier durch. Mach die Häufchen woanders. Sag mal. Marflo wackelt mit dem Hintern, auch schön. Nein. So, ich bin auf der Suche. Wow. Ich bin auf der Suche nach Platz 4 sozusagen. Aber wirklich, die Karre ist irgendwie mal einmal. Also guck mal, wie schnell die alle sind. Und das ist ja eigentlich auch ein schnelles Fahrzeug. Jetzt hat die Lena extra noch geschrieben, schnell. Ich hatte ein schnelles Fahrzeug, dann haben wir eine Kurve, dann haben wir irgendwie Knöllchenbildung und dann ist vorbei mit schnell. Wie blöd ist das denn? Sechster. Ja. Könnt ihr mal ein bisschen langsamer? Ich, weil wegen der Vorhersage, ihr wisst. Das wäre wichtig. Oh nein! Also mir wäre es wichtig. Ob es euch wichtig ist, ist mir Schnuppe. Yeah. Blöd, die Karre läuft nicht mehr rund. Das ist, ich habe kein Tempo mehr. Und ohne Tempo wird das schwierig, da ranzukommen. Außer der Andi macht so ein... Oh, lalala. Ich wollte gerade sagen, außer der Andi hat ein Problem. Oh, guck mal, jetzt. Jetzt wird spannend. 3 von 7 Runden. Kann noch mal jemand irgendwie so selber irgendwie in die Bande? So Unforced Error, die kennt man aus dem Tennis. Wäre ich jetzt dafür zu haben, muss ich gestehen. Ah. Ah. Nein, nicht wieder die Bande.
Wen haben wir denn vor uns? Lusiandra. Lucy, wenn du weiterhin... wenn du weiterhin Host bleiben möchtest, dann tritt mal auf die Bremse. Nein, Blödsinn. Jetzt bin ich der Sechster? Jetzt bin ich Zehnter? Ich hab doch gar nicht... Hä? Ich bin da oben das Ding. Warum war ich denn jetzt plötzlich Zehnter? Was ist das denn? Ach, wisst ihr warum? Weil da die anderen Fahrzeuge irgendwie ja auch durch den Looping fahren. Und da bist du halt vorübergehend, bist du plötzlich hinter denen. Das macht eigentlich tatsächlich durchaus Sinn. Ich nehme mal wieder den Hugel. Ich komme nicht ran. Wenn ich jetzt hier dann irgendwann noch einen Crash habe, dann habe ich natürlich dann tatsächlich ein Problem. Aber ist auch mühsam. Jetzt irgendwie die ganze Zeit mit der kaputten Karre. Das erinnert mich an Formel 1. Als ich da mal ein ganzes Rennen mit kaputtem Unterboden gefahren bin. Sagen wir mal so, das war auch nicht unbedingt gerade jetzt ein Riesenspaß. Das hat sogar eigentlich genervt, wenn man es genau nimmt. So, ich müsste nur noch eine... Oh nö, ah, nee, oh nö, come on. Ich wollte gerade sagen, ich müsste eigentlich nur noch eine Position haben. Ist eigentlich immer noch so, wenn man es genau nimmt. Aber der Arnie hat natürlich auch eine Karre, die wahrscheinlich eben noch... Ja, der ist schneller. Keine Chance, da hinterher zu kommen. Das muss ich... Das kann ich nur mit fahrerischen Skills gut machen. Ja, blöd. In der ersten Runde wird mir meine Karre so demoliert. Gibt's doch nicht. Naja, es ist das erste Rennen. Mal gucken. Da werden wir schon noch irgendwie, hoffe ich, ein bisschen besseres Resultat haben. Da kommt der Andi schon wieder. Ist natürlich auch viel schneller. Ach, Arnie macht noch Würzelbumm. Sehr gut, letzte Runde. Ach, komm mal, das sind Reifen. Da kann ich doch durchfahren. Was sind das denn für Reifen? Jetzt versuche ich es auch mal links. Jo. Ja, ist natürlich der Vorteil, dass du hier keine Angst haben musst, dass du kollidierst. Und die musst du jetzt 6 Runden lang haben, die Angst. Oh, da hat sie irgendwie gefrickelt. Oh, lalalala. Carizia hat gewonnen. Herzliche Gratulation. Sauber. Guck mal, ich bin auf der 5. Hätten wir jetzt die Vorhersage wieder so gelassen, wie wir sie hatten. Nämlich mit eben, ob ich unter die ersten 5 komme. Ja, dann hätten wir die Vorhersage schon wieder durch. Jetzt haben sie noch nicht. Also ich denke, das mit der 4 war jetzt nicht so verkehrt. Aua. Oh, nö. Es ist ein Scherz, Herr Eisenberg. Was machen sie da? Oh, nö. Oh, nö, oh, nö, oh, nö. Okay, gut. Ist ja egal. Achter. Na Gott, echt jetzt so ein Käse. Aber ist tatsächlich egal, weil ob ich jetzt 8 oder 5. bin, besitzt ja keine Relevanz in Sachen Vorhersage. Carizia gewonnen vom F1-Zerstörer, Marflo, Luciandra, Andy Börner, Gisblo, Knorze auf der 7, Aka, Beetlejuice, ich auf der 8, dahinter Arnie, Nico 3, Argent, Garak, Kung Fu Hare auf der 13, Außer auf der 14, Rohon auf der 15. Herzliche Gratulation nochmal, Carizia. Und die haben jetzt nochmal dreimal die Möglichkeit, Erster zu werden, Vierter zu werden. Weil ich würde sagen, in der Arena, das zählen wir nicht. Also wenn ich da irgendwie Vierter werde, dann zählt das nicht, wenn das für euch okay ist. Im Endeffekt ist mir ja egal, ob ich schaffe oder nicht. Sind ja eure Punkte oder eure Kekse. Von daher, nein, ich bemühe mich natürlich, ganz klar. So, gucken wir, was wir als nächstes kriegen. Ach, Hallöchen. Achso, der Herr Beetlejuice hat noch Hallöchen geschrieben im Chat drin. Hallo, hallo. So, jetzt irgendwie was jetzt dem Heisi gefällt. Und vielleicht dann nicht wieder gleich als erstes mein Auto schrotten. Das wäre relativ cool. Aha, Drytown Desert Circuit. Okay. Ach, guck mal an, wer da ist. Wer ist da? Hallöchen, Michele. Jetzt aber Dali hier, da. Sie wissen, wo und so. Ihr wildfahrender Ehemann ist bereits unterwegs. So, Wagen wählen, das ist klar. Dann nehme ich nochmal den hier. Ja gut, ich muss ja gar nicht wechseln, ich räume. Das passt doch. Ja, Dragslayer bereit. Sehr gut. Die tanzenden Bärchen sind wieder da. Oh ja, tatsächlich. Bis ich das Spiel gestartet habe, ist der Stream vorbei. Was hast du denn für einen Rechner? Achso, du bist natürlich, bist du wieder am Dingens, am Stream. Also, dass du dann, ja gut, das dauert natürlich. Das ist klar, weil ansonsten lädt das eigentlich relativ zügig, das Ding. So, wir sind ein paar Leute, sehr cool. 1980 Jahrgang. Du oder der PC? Oder eher beide. Also, so. Wir haben Drytown Desert Circuit. Ich bemühe mich, schnell zu sein. Mal gucken.
Das war jetzt eher Arena. Ja, Adi, da hast du tatsächlich recht. Habe ich auch gedacht. Vor allem mein Fahrzeug war tatsächlich nach der ersten Runde eigentlich im Eimer. Also ich hatte zwar, glaube ich, noch 60 Einheiten Leben sozusagen, aber der Motor war halt kaputt. Bombes. Lena, nein, nicht doch. Nee, ich habe eh gegessen. Ich habe noch eine leckere Lasagne gehabt. Das war lecker, lecker. Genau, nicht, dass der Chat von Bären übernommen wird. Ja, sag das mal nicht, Michele. Sonst haben wir dann Bärenalarm. So, Heisi, konzentrieren. Danke, F1-Zerstörer. Du hast vorher wahrscheinlich schon die Beats verteilt. Dankeschön. Jetzt ist nochmal einer dazugekommen, weil nochmal einer dazugekommen ist. Fahrend. Das ist eine interessante Strecke, okay. Wenn ich jetzt hier nicht so hinterst hätte starten müssen. Ja, nein, nicht doch so. Nein, doch nicht so Sachen. Herr Knorze, good evening. Auch Nico schleicht die. Quer auf der Straße hier. Blockade. Straßensperren machen die da. Ja. Also so wird das heute nichts. Ich spüre Wreckfest irgendwie nicht. Wisst ihr, wie ich meine? Den Wreckfest-Vibe suche ich gerade noch. Jawohl, den Leitplanken-Vibe habe ich. Relativ schnell gefunden. So, wir können natürlich schon, also was machen können wir schon noch. Wenn ich ein bisschen Glück habe und nicht jedes Mal in irgendwelche Leute reinfahre, die gerade einen Unfall haben. Und ich mich rausdrängen. Leute, dann komme ich doch hier wieder nicht mehr hinterher. Ich habe Carinthia genau hinter mir, das ist nicht gut. Definitiv nicht, das ist auch so ein Schubser-Kollege. Sollen wir den Knorze rausballern? Nö. Nö, ich lass mal. Aber Knorze jetzt nicht hier mir im Weg. Ich weiß, wo du wohnst. Geh weg! Ich weiß wirklich, wo er wohnt. In der Nachbarschaft, mehr oder weniger. Nee, ja, in der breiteren, weiteren Nachbarschaft. Achter. Ich fürchte, wir haben einfach auch schon wieder ein Teilnehmerfeld. Was meint denn jetzt? Wo das Vierter werden dann halt einfach relativ happig ist. Ja, ich versuche mich da zu konzentrieren, falls man es merkt. Schon wieder die gleiche Stelle, die Bande. Oh, Sechster. Gib ihm! Los, Rudi! Mach hin, fahr Auto. Du bist schnell. Ich spüre, wie schnell du bist. Und Heide sind wir auch noch. Und ich sollte mich auf die Strecke konzentrieren. Oi. Da kommt ein Felix angeflogen. Ja, den konnten wir erfolgreich verdrängen. Gisblo ist 4 Sekunden vor mir. Aber jetzt habe ich genau nicht geguckt. Oh, jetzt ich gucke auf die Kugel, wie ist wie bei Formel 1. Da gucke ich auch immer, wie viel da bin ich, wie viel Rückstand. So was Dämliches, statt dass ich einfach fahre. Arg! Aber jetzt habe ich schon ein bisschen Ehrgeiz, habe ich, seit es diese Vorhersagen gibt. Wir haben erst die Hälfte vom Rennen, also da ist schon noch was möglich, und zwar in alle Richtungen. Ja, jetzt sind wir an Gisblo dran. Aber Felix ist da relativ schnell unterwegs. Kann es sein, dass mein Gamepad wieder irgendwie nach rechts heute nicht so will wie auch so, wie sonst. Boah, Carinthia, nö, come on. Jedes Mal, Carinthia, wenn ich dich erwische, dann jage ich dich aus dem Stadion. Ich verspreche es dir. Michele hat vergessen abzustimmen, sie wollte nicht einstimmen. Rat mal, Michele, warum ich die Vorhersage so früh gestartet habe. Womit das wohl zusammenhängt. Genau, ja, alle anderen sollen mal kurz halten, das sehe ich auch so. Damit er hier auf die 4 kommt. Die 7 hätte ich ja. Also so weit weg bin ich nicht. Aber es ist natürlich ein weiter Weg, jetzt noch bis zur 4 zu kommen. Ich bin aber dran. Wenn ich die beiden hole, wäre ich auf der 5. Schön geslidet. Jawohl. Ich komme auch nicht vorbei, wenn sie im Weg sind. Oh, guck mal. Hui, jetzt. Jetzt gibt der Heisi aber Volldampf, gibt er aber. Noch 2 Runden. Ein bisschen Daumen drücken, wenn es geht. Dankeschön.
Jetzt haben wir den Marflo wieder 4 Sekunden vor uns. Ich habe morgen Blasen an den Händen vom Controller. Ich sehe es kommen, das tut jetzt schon weh. Weil ich so verkrampft bin. Ich möchte jetzt hier Vierter werden. So, lasst mich. Come on, lasst mich doch. Das müsste doch gehen. Da ist er doch. Der Herr Marflo. Ja. Oh. Heck, nicht Heck an Heck, aber relativ eng beisammen. Ja, fast. Nein, jetzt nicht hier mich schubsen. Nee, das ist ja Käse. Oh, heißer Fight. Jawohl. Gib ihm. Und jetzt eine Zielflagge. Los, wo ist die Zielflagge? Man reiche dem Heise die Zielflagge. Come on, nicht, dass mich jetzt irgendeiner noch rammt. Hü, fahr! Ich sing gleich. Fahr! Nun fahr doch. Oh, schnell. Hier, da, Zielflagge. Nein, nicht Zielflagge. Hier, Zielflagge. Ah! Sauber. Ich bete für dich. Dankeschön. Ja, da haben wir doch den 4. Platz. Wow, war aber eng. Aber ich würde sagen, gar nicht schlecht aufgeholt. So, ich war mal irgendwie weiter hinten. Der Fallzerstörer hat gewonnen. Arnie auf einer sehr starken 2. Dann dahinter Garak, dann Heisi, dann Marflo, Gisblo, Archen, Carinthia, Beetlejuice auf der 9, Nico 3, Harry auf der 11, also Kung Fu Harry, außer auf der 12, Rohan auf der 13, Andy Burner auf der 14 und Luciandra auf der 15. Was schade. Schade, lese ich da, nix schade. Boah, war das spannend. Uff, geil, yes, hat sich gelohnt, 30.500 auf dich zu setzen. Ja. Dann hast du tatsächlich relativ vieles richtig gemacht, würde ich sagen. Dann hast du deine Kekse gekriegt, so wie es aussieht. Sauber. Freut mich für dich. Saubere Sache. Müsste ich wieder hier rein. Einspruch, Heisi hat mit Lichthupe gedrängelt. Ja, das ist halt, die habe ich extra eingebaut für dich. Genau für dich. Oh, ich muss Karre wählen. Jetzt haben wir natürlich Arena. Und zwar die Anarchie-Arena, sozusagen. Das würde für mich heißen, ich nehme schweres Gerät. Moment, da muss ich ja erstmal gucken. Nein, nicht doch. Bin am Connecten. Mach mal. Frohes Connecten wünsche ich da. Nein, das wollte ich. Und dann den. Weil ich möchte schnell gucken. 2600, genau. Das ist genau mein Kollege. Kurvengeschwindigkeit ist hier eigentlich relativ egal, behaupte ich. Weil, wie gesagt, ist eine Arena. Das ist kein Rennen. Oh, jetzt ist Carinthia raus und Arnie raus. Arnie, brennt sie irgendwo oder ist was? Heißt, ich will dich gar nicht extra schupfen. Irgendwie klappt das aber nicht. Carinthia, das ist ein Stream. Kein Problem. Wenn ich da mal irgendwas sage im Stream, ich muss ja irgendwas sagen. Also ich kann ja nicht, wenn du mich rammst, sagen Dankeschön. Weißt du, wie ich meine? Also nicht alles ernst nehmen. Das passt absolut, wie du gefahren bist. Kein Problem. Es ist Wreckfest. Da kann es natürlich auch mal sein, dass man jemanden rammt oder gerammt wird. Aha, der GTSOB hat einen Verbindungsabbruch. Ja, das ist typisch Wreckfest. Das kennen wir ja tatsächlich. Aus dem Game geflogen. Ja, kommt wieder rein. Ja, jetzt sehe ich es. Der Fabian ist aus dem Game geflogen, tatsächlich. Aber warum ist denn der Arnie raus? Auch aus dem Game rausgeballert worden? Tatsächlich? Alle, die gegen Heise gesetzt haben, haben wohl den Server verlassen. Ja, das kann natürlich auch sein. Carinthia auch Verbindungsabbruch. Ja, dann hat der Arnie wahrscheinlich auch einen. Ja, da kommt er wieder. Dann warten wir noch schnell, bitte, Luciandra. Würde ich sagen. Ja, da haben dann aber ein paar einen Verbindungsabbruch gehabt. Okay. Ja, eben. Wir warten schnell. Das sollte ja relativ schnell gehen. Arnie ist auch wieder drin. Müssen wir noch schnell warten, bis wir eine Karre haben. Und dann können wir wieder. Hätte der Vandal nicht mehr Kilo, wenn die Kurve egal ist, heiße. Ja, egal ist sie halt schon nicht, die Kurve. Aber sie ist nicht so wichtig, dass ich da groß drauf achte. Aber das ist halt genau, beim Vandal hast du halt tatsächlich null. Also du hast gar kein Kurvenverhalten. Und das kriegst du fast nicht hin, weil das ist ja nicht einfach eine Gerade. Also irgendwo hast du dann einfach mal eine Kurve. Gut, haben wir alle wieder drinne. Der Marflo wechselt noch die Karre. Das werden wir gleich haben, hoffe ich.
Gehe ich mal von aus. So, fehlt jetzt noch jemand? Ich glaube nicht. Gucken wir nochmal. Es lädt. Aha. Schön, wenn es lädt. Ja, sonst müsste... Leute, wir können jetzt nicht auf jeden Einzelnen warten, weil dann fliegt der wieder raus. Also das geht nicht. Also da würde ich sagen, Luciandra gerne anfangen. Und wenn jetzt der Fabian da nicht mehr reinkommt, dann kommt er ins nächste wieder rein. Ja, bei Mani war auch ein Verbindungsabbruch. Okay, ja, da hatten wir jetzt ein paar tatsächlich. Also das war jetzt bei 3-4 Leuten, wo das abgekachelt ist. Lade, 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 im Saus. Nee, das darf ich nicht singen, da kriege ich einen Claim. Ruhe, Herr Heisenberg. Nicht vergessen, die Vorhersage. Oh ja, die muss ich dann noch beenden. Aber das hat der Daniel auch schon mal gemacht. Danke nochmal an den Daniel. Also, weil ich es eben tatsächlich vergessen habe. Also, Lucy, hau rein bitte. Let's start. Und das ist ohne Gruppen. Das heißt, hier könnt ihr jetzt tatsächlich machen, was ihr wollt. Einfach möglichst viele Punkte, möglichst viele Leute haben und habt Spaß dabei. Das wäre der Sinn der Sache. So, und ich bin tatsächlich Vierter geworden. Hätte ich jetzt nicht gedacht im letzten Rennen. Also, weil ich musste da wirklich kämpfen und mal tatsächlich noch fröhlicher aufholen. Weil ich war irgendwann mal auf der 11, 12, weiß ich noch. Aber das ist schon, der Dragslayer hat halt schon. Der ist einfach für solche Strecken ist das Ding gut, weil die Beschleunigung eben auch vorhanden ist. Das heißt, die kommen halt relativ schnell aus der Kurve raus. Und das war sicher nicht unwichtig, behaupte ich mal. So, dann würde ich sagen, wir suchen uns schon mal erste Opfer. Ja, klar doch. Okay, das hat ja hervorragend geklappt mit erste Opfer suchen. So, aber im Moment ist er eh noch nicht so wichtig. Interessant wird es, wenn dann die Karren langsam auseinanderfallen und wir davon profitieren können. Ja, genau. Oh, das ist ja hervorragend. Genau, immer Richtung Bande. Der Burner. Jo, den habe ich aber gerade noch schön erwischt, so dass er den schön ein bisschen weggedreht hat. Weggedreht hat. Lucy? Ja, mal Tag sagen, das muss ja auch mal sein. Am Sonntag setze ich wieder auf Heise. Okay, kann es sein, ich spinne, dass du gerade Punkte verloren hast? Kekse verloren hast? Oh, Arnie, ich bin dir extra aus dem Weg. Ui. Ui, da hinten fliegt auch einer durch die Gegend. Arnie, ich würde sagen, unsere niederösterreichisch-ostschweizerische Freundschaft ist fürs Erste jetzt mal zur Seite gelegt. Ich will jetzt den Arnie, geh weg. Den kriege ich nicht, der ist viel zu weit weg. Okay, dann eben nicht Arnie. Hier vorne ist Knödelbildung. Jetzt bin ich demoliert, na, Halleluja. Die Vorhersage ist durch, kann ich das machen? Ja, klar, Arnie, das kannst du machen. Logisch, wenn es jetzt eh durch ist, gerne. Dann sind die Leute jetzt schon... was sie an Punkten gekriegt haben oder eben verloren haben. Das ist eine gute Idee, danke Daniel. Vor allem dann muss ich nicht dran denken, dann vergesse ich es auch nicht. Hoffe ich mal. So, ich habe noch keinen zerstört. Ich wiederhole gerne, was ich jedes Mal sage, nämlich, dass ich noch nie eine Arena hatte, ohne dass ich zumindest einen zerstört hätte. Ich hoffe mal, das wird jetzt nicht heute das erste Mal sein. Die ist halt relativ weitläufig. Tatsächlich. Dran vorbei. Es ist doch nicht. Und dann wieder in die Bande rein. Was ist das denn, was da daher kam? Ui, das war auch Flying Kollege. Ja, danke fürs Beschleunigen. Ui, danke fürs in die Zange nehmen. Arschend wieder auf dem Klo. Aha. Ist das ein Klo? Ich glaube ja. Ein Blumsklo. Auch schön. Jo, das musste sein. Ich noch? Oh, ich bin praktisch hinüber. Ja, irgendjemand soll ich mal rammen, dann kann ich neu so machen. Genau. Ja, doch nicht. Das Klo. Nein, ich habe es nicht erwischt. Endlich knackt. Was? Achso, der endlich klappt. Saba. Hier, wir kennen uns kaum und dann sowas. Oh, Lucy. Schade, den hätte ich noch genommen. Ach, das war der Arnie. Okay, das war natürlich dann von wegen, wir kennen uns kaum, ist dann auch nicht richtig. Richtig wahr. Boah. Ne, ich fahre rückwärts. Bin immer noch bei 0. 7 Minuten haben wir noch. Mir ist das fast zu weitläufig, muss ich gestehen. Ich weiß, ich habe immer was auszusetzen. Aber irgendwie, das ist so weitläufig. Ich erwische da irgendwie keinen. Dafür erwischen sie mich die ganze Zeit. Da komme ich natürlich wieder nicht ran. Ja. Das hätte nicht viel gebracht, wenn ich den noch erwischt hätte.
So, wo sind sie, die wenig Punktigen? Jawohl, nee, doch nicht. Schade, ich dachte, ich hätte ihn zerstört, denkst du? Komm, ihr deinen erwisch ich noch. Also das möchte ich jetzt echt nicht haben, dass ich jetzt heute eben eine Premiere habe. Auch nicht kaputt gekriegt, schade. Nein, nein. Ja, nein! Oh Gott, der wäre fertig gewesen. Gibt's doch nicht. Heiliges. So, abkürzen. Oh ja, ein bisschen erwischt. Aber eigentlich viel zu wenig. So, wo sind sie, die Schwachbrüstigen, die ohne Punkte? Kann man mir die mal... Ach, du Grün. Kann man die mal wie erreichen? Schwieriger Satz. Ja oder nein? Ja, was jetzt? Ja, logisch ja. Ich bin ja Vierter geworden im letzten Rennen. Das ist also ein kräftigeres Jahr gibt es ja nicht mehr. Eigentlich. Würde ich mal behaupten. Da haben sie gerade den Lucy weggemacht. Bat. Er ist auch fast halt. Warum denn fast? Oh, da. Nein, nein. Nein, ich krieg's ja nicht kaputt. Der Kung-Fu-Hari war eigentlich fast weg. Geh mal aus dem Licht, ich muss doch hier... Ich schaff's noch, dass ich keinen kaputt kriege. Ich sehe es kommen. So, jetzt volle Pulle und irgendwo einer. Ja, ein dankbares Opfer hätte ich gerne. Der F1-Zerstörer, aber der flieht. Was ein Elend. Ja, Luciandra ist eigentlich zu heile. Machen wir mal trotzdem. Nehmen wir nicht. Oder wollte er mich rammen und ich selber in die Bande rein? Sowas freut mich natürlich. Der ist zu heile. Ah! Ach, wenn ich ihn erwischt hätte. Ich denke, das Klo hätte ich erwischt. Also, dann wäre das Klo kaputt gewesen. Oh, auch halt immer. Sie sind immer so ein bisschen kaputt. Lass mich raus. Da juckt wieder die Nase. Jetzt, jawohl, jetzt habe ich zwei zerstört. Aha. Okay, keine Ahnung wie, aber irgendwie habe ich es geschafft. Bin ich wieder demoliert. Meint ihr mal, du die ganze Zeit, ja, nein, ja, ach so. Ach so, deswegen. Ich dachte, du meinst die Vorhersage. Ja, das ist halt, wenn ich ja sage, dann ist das, was passiert, gerade okay. Wenn ich nein sage, dann hat sich das wieder revidiert. Das ist Wreckfest. Schade, der war eigentlich schon immer immer. Aber ich habe ja meine zwei Kills, wenn man so will. Das passt eigentlich relativ gut. Ja, dem Arnie nochmal einen Knutschfleck. Das kann man machen unter Kollegen. Ich bin 14. von 16. Aha. Auch nicht unbedingt irgendwas, wo man stolz drauf sein müsste. So wirklich. Der ist wieder ganz heile, der Garak. Nehmen wir trotzdem mal noch, sonst fährt er hier zu heil in der Gegend rum. Das wollen wir ja auch nicht. Hm. Man sieht halt, von weit weg sieht man nicht, wie heil die noch sind. Oh, oh, zu weit rausgetragen. Da, Arnie. Ein schönes Opfer, allerdings viel zu langsam. Da kriege ich ihn tatsächlich auch nicht kaputt. Ui, jetzt haben sie den Arnie aber... Oh, Moment, ich muss noch mal ganz kurz... Oh, Moment. Nein! Nein, jetzt aber doch nicht den und dann bist du kaputt. Oh, das ist ja fies. Der Arnie gönnt mir die Punkte nicht. Fies sowas. Jawohl, der war nett. Oh, Carinza kommt daher gedonnert. Geht auch kaputt, aber da kriege ich die Punkte nicht. Due Minutis und dann einmal Prima Ballerina. Halleluja. Ja, Beetlejuice. Oh. Ja, das war der dritte. Sehr schön. Beetlejuice wäre eigentlich auch gerade fällig gewesen. Kann man mir bitte die Fahrzeuge aus dem Gesicht nehmen? Das wäre hilfreich. Auch schön. Und dann nochmal. Ui, da fliegt meine Motorhaube. Das sah aber relativ cool aus. So, ich bin tatsächlich immer noch, ja, jetzt bin ich 13. Das ist natürlich tatsächlich nichts. Aber so wie das schon anfing, bin ich tatsächlich froh, dass ich wenigstens diesen einen Kill habe. Wenn man dann unbedingt sagen will, ein Kill. Oh, Klöchen. Ja, schade. Ja, einfach mal mittendurch. Ui. Da kommt einer daher gedonnert.
Fahr. Oh, ich wusste es. Nein, die nicht da. Sonst schieße ich dir nachher den Fuß irgendwann. Du weißt, was ich meine. Ja, einmal diesen. So, eine Minute noch. Ich finde, sie haben auch bei den Sounds irgendwie was gemacht. Also dieses Geklirre von irgendwelchen Stangen, die auf den Asphalt knallen. Das klingt schon sehr cool, muss ich gestehen. Oh, Rohan. Mit dem Hörnchen. Guck mal. Jawohl, ich habe genau schön Rohan erwischt. Das war aber reiner Dusel, muss ich gestehen. Weil im Prinzip in mich reingedrückt wurde. Da war es wieder, dieses Geräusch. Ich finde das extrem cool. Das gibt Atmosphäre, wenn das so klingt. So. Ach, der Kung-Fu-Harre, da komme ich leider nicht ran. Aber der Knorze komme ich leider auch nicht ran. Hier oben haben wir noch einen. Zack, dann haben wir tatsächlich den auch noch. Ui, aber die Karre, meine, sieht aus, als hätte sie irgendwie eine Kuh im Mund gehabt. Ist ja auch nicht schön. Eigentlich. Sag mal, fahrt ihr eigentlich alle? Also ihr fahrt ja gerade, ihr könnt natürlich jetzt nicht schreiben. Aber fährt irgendjemand von euch in der Ego-Perspektive? Das würde mich echt mal interessieren. Mache ich halt praktisch gar nie. Und ich bin sonst wirklich ein Verfechter, vor allem bei Rennspielen. Tatsächlich von der Ego-Perspektive. Ich finde das irgendwie zehnmal cooler, muss ich gestehen. Aber nicht bei Wreckfest. Bei Wreckfest ist es irgendwie, das halt so krass fast schon. Ich hätte fast noch mal einen erwischt. Schade eigentlich. Bat, das Klo noch. Schade, wer hat gewonnen? Ich tippe auf 10. wurde ich immerhin noch. Der Andy Börner, wow. Herzliche Gratulation mit dem Remmer RS. Saubere Sache, mit 9 zu 6 Demolierquote. Frau Carinthia, Fallzerstörer Rohan, Kufuari, Felix, Marflo, Gisblo, Garak, Heisi, kommt dann auch irgendwo da hinten, sauber. Du zerstörst bei der Toilette immer zwei, da du Fahrer und seine Hinterlassenschaft triffst. Okay, Spinne, danke für die Info, weil ich habe mich tatsächlich gefragt, ich habe ja eigentlich wirklich nur das andere Teil da zerstört. Also keine Ahnung, warum das doppelt gezählt wurde, aber sagen wir mal so, ich wehre mich da natürlich nicht dagegen, ganz klar. So, ich muss ganz kurz was gucken. Okay. Rennen, wir haben wieder ein Rennen. Lasset uns zum Rennen wechseln. Wir wissen noch nicht, was es ist hier. Boulder Bank Circuit, das ist wieder was Sandiges. Cool, gefällt mir. Und dann würde ich sagen, für was Sandiges, ihr ahnt es, genau. Ich habe mich gefühlt in der Arena nur gedreht, aber dafür drittes nice. Ja, kann man machen. Ich habe mich eigentlich selten gedreht, aber ich wurde trotzdem nur 10. Der Andi gewonnen, saubere Sache. So, ich habe Beetlejuice mit dem Hammerhead, okay. Und ich müsste jetzt eigentlich den Dreckslayer wieder haben. Sehr gut, passt. Rausgeflogen ist hoffentlich keiner mehr. Rausgeflogen. Ne, sind alle noch drin? Sehr gut. Dann können wir schnell starten. Ping, ping, ping. Ja, passt alles. So, die Strecke. Kenne ich die? Mit Sicherheit, aber wahrscheinlich ist halt eh auch wieder so. Ein bisschen neu wird sie sein. So wie die meisten Strecken eigentlich. Wurde in der letzten Sekunde überholt. Ja, das ist bitter. Das kenne ich tatsächlich auch. Das habe ich auch schon gehabt. Öfters mal. So. Was machen wir denn, wenn ich jetzt nochmal 4. werde? Dann kriegt er doppelte Punkte. Nee, das kann ich leider nicht machen. Aber ich gucke natürlich einfach, dass ich trotzdem irgendwie hier vernünftig, ich wollte gerade sagen, vernünftig irgendwie ein vernünftiges Rennen hinkriege. Muss aber erst die Strecke irgendwie ein bisschen kennen. Also irgendwie Intus haben, wo es hier überall lang geht. Aha, der Nico ist auch mit dem Dreckslayer unterwegs. Ach, die hatten wir, glaube ich, im letzten Stream schon. Genau, ja, ich kenne sie. Mit dieser irgendeinen Kurve da. Genau, hier kannst du dann tatsächlich mal ein bisschen rösten und Gas geben. Aber hier kommt schon wieder eine Kurve. Ihn durchzwitschern. Ja, coole Strecke. Gefällt mir. Ja, genau. Hier kommt dann Asphalt. Schön, da kannst du nämlich auch ein bisschen schneller rein, weil allein das querstehende Auto da natürlich ein bisschen bremst. Ey, Kung-Fu-Harry, wieder rücksichtslos, wie man ihn kennt. Ach nö, come on. Nee, ich stehe wieder, nee, ich stehe wieder nicht mehr. Ach, come on, ich verliere sämtliche Plätze.
Ah, wie doof war das denn? Und wer war's? Ja, alle jetzt zusammen im Chor. Kung Fu Harry. Kollegenschwein, so einer. Nein. Nicht, dass der auch noch denkt, jetzt ich bin sauer. Nein, es ist ja wirklich, es ist ja Trackfest, aber da sagt man halt so Sachen teilweise. Ich mag den Kung Fu Harry ja. Also jetzt im Moment gerade nicht, aber nachher dann schon wieder. Ich bin ja auch nicht nachtragend eigentlich. Gar nicht. So, volle Pulle hinterm Schweinchen her. Wer ist denn das Schweinchen? Der Archen. Wenn er mal nicht im Klo oder mit dem Klo unterwegs ist, dann ist er als Schweinchen unterwegs. Oh, Lico. Ich wollte gerade sagen, bitte nicht. Da siebt er, aber ich komme wieder ran. Also ein bisschen hole ich wieder auf. Boah, auch so eine fiese Kurve. Ich kann leider gerade nicht lesen. Ich bin gerade leicht konzentriert. Aber die sind ja auch schnell. Gut, wäre auch verwunderlich, wenn sie es eben nicht wären. Ja, Carinthia kommt auch immer zu weit raus, ich eben auch. Aber ein bisschen weniger zu weit wenigstens. Das ist echt eine coole Strecke, die erinnert halt ein bisschen natürlich auch an Rally. Also so Colin McRae Rally. Ei, das hätte nicht sein müssen. Ui, 2 von 6 Runden, ja da fahren wir noch ein Momentchen. Aber eh cool, macht Spaß. Wie gesagt, ich finde die Strecke cool. Mir gefällt eigentlich fast jede Strecke, außer Monza. Und das ist ein anderes Spiel. Ja, die kommt dann irgendwie, die kommt dann in der Saison natürlich auch irgendwann. Lucy, salut. Los, komm, wir lassen uns hier nicht jetzt von jedem überholen. Was denn das? Die haben halt auch gepimpte Karren. Und entsprechend haben sie natürlich dann eben auch Tempo drauf. Ja, auch gut gemacht von Lucy, definitiv wie er die Kurve erwischt hat. Ich dachte, ich komme da vielleicht vorbei, wenn er sich ein bisschen falsch anfährt. Was er genau nicht gemacht hat. Ah, die habe ich besser erwischt. Und hier vorne ist ein ganzer Pulk. Mal gucken, dass wir da rankommen. Und nicht, dass wir dann Luciandra wieder irgendwie im Genick haben. Das haben wir natürlich sowieso, aber vielleicht ein bisschen mit Abstand. Ui, okay. Harte Fights hier vorn. Jawohl, sehr harte Fights. Und schon sind wir weiter vorn. Sag, der, guck mal, wie die Karre aussieht von Kung Fu Harry. Der war wieder im Dreck. So wie das aussieht. Ja, die sehen natürlich alle so aus. Das ist aber cool gemacht. Weil das war nicht von Anfang an drin bei Breakfast, glaube ich. Jo, oh, auf der 3. Hui, okay, aber ist natürlich jetzt noch lang nicht vorbei. Und wenn ich hier einen Unfall habe, wenn mich da einer abschießt, ist natürlich, dann ist Ende Gelände. Und jetzt nicht ins Trudeln kommen. Trudeln ist nicht, was wir wollen. Oh, jojoi. So, volle Pulle. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Finger weg. Ich finde die 3 schön. Ich will hier bleiben. Bei Garak ist er auch noch in Griffweite eigentlich. Wenn man es genau nimmt. Oh, come on. Also in Griffweite ist vielleicht übertrieben. Er ist halt schnell natürlich hier. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh. Ja, so verdattelt man natürlich dann den dritten Platz. Kann mir mal einer sagen, warum ich da jetzt plötzlich so weit rausgekommen bin? Bei der Formel 1 würde ich jetzt sagen, es liegt an den Reifen. Das ist, kann hier aber eigentlich nicht sein. Ja, come on. Konzentration. Siebter. Von dritten auf den siebten. Das ist ja schon bitter. Das muss ich schon sagen. Eine Runde noch oder zwei. Oh. Ja, come on. Irgendwie
Ich glaube, die Karis hat tatsächlich irgendwie leicht demoliert, kann das sein? Und deswegen komme ich auch nicht mehr so vernünftig. Hulala. Nicht mehr so vernünftig um die Kurven wie vorher. Das könnte ich sein. Und vielleicht hat es mich deswegen jetzt vorher da rausgetragen. Was es vorher eben nicht hat. Ja, aber die habe ich wieder gut erwischt. Klingt eigentlich noch gut, das Fahrzeug. Also das ist nicht, dass irgendwas unruhend klingt. Eigentlich. Zu spät wieder eingelenkt. Ich wäre eigentlich wieder rangekommen. Ja, das ärgert mich jetzt tatsächlich. Also wenn ich schon mal auf der 3 bin, weil so oft bin ich bei Wreckfest nicht auf der 3. Und dann hier war es, glaube ich. Und hier so ein Käse zusammenfahren, das ist eigentlich eine der einfachsten Kurven. Das versteht mal einer. Unkonzentriert, würde ich behaupten. So, eine Runde haben wir, glaube ich, noch. Müsste. Da ist ja schon wieder Kollege Kung Fu Harry. Wieder unmittelbar vor uns. Und hier bei der Kreuzung hat man bis jetzt Glück. Das ist ja schon mal angenehm. Ja, da komme ich schon wieder näher. Sehr gut. Sehr schön. Schönes Duell. Das würde halt schon eben Spaß machen in der Ego-Perspektive. Aber mit den Unfällen zusammen ist halt schwierig, irgendwie die Ego-Perspektive zu nutzen. So, den haben wir zurückgebunden. Sozusagen. Der flucht jetzt wahrscheinlich gerade wie ein Rohrspatz. Aber das gehört halt zu Wreckfest auch dazu. Jo. Da kommt er schon wieder. Sag mal, jetzt fluche ich dann gleich wie ein Rohrspatz. Wie schnell kann man denn sein? Und Kung Fu Harry, ja. Sag mal. Ja, ja, aber da draußen ist natürlich Käse. Argent hat gewonnen. Herzliche Gratulation. Ich verstehe nicht, wie ich hier vorher so einen Fehler machen konnte. Gibt's doch nicht. Ja, Kung Fu Harry, das kommt davon, wenn man mich abschießen will. Dann tritt der Heisi halt auch mal auf eine Bremse. So, beendet. Was wurden denn jetzt? Sechster oder sowas? Vierter sogar. Schon wieder. Zweimal Vierter heute. Auch nicht schlecht. Gewonnen hat Argent. Herzliche Gratulation vor Garak, Gisplo und Heisi. Dann dahinter Lucandra, Arni, der Feindzerstörer, nur auf einer 7 tatsächlich. Er, der sonst oft gewinnt. Kung Fu auf der 8. Weit zurückgefallen noch. Jetzt ist er sogar noch auf die 9. Dann Rohan, Austria, Felix, Marflo, Beetlejuice, Nico 3 und der Fabian am Schluss. Der ist noch ausgeschieden. DNF. Gut. Haben wir? Wir haben noch ein Rennen. Oder habe ich jetzt wieder ein Durcheinander? Zum Glück weiß Lucy jeweils, was wir haben. Weil es relativ einfach. Wenn jetzt umgestellt wird auf Gruppen, dann kommt die letzte Arena. Wenn nicht umgestellt wird auf Gruppen, dann kommt eben nochmal ein Rennen. Das ist tatsächlich meistens so. So. Wir werden es sehen. Mit 8 Leben ins Ziel, fuhr 3 Runden lang mit den Überresten so rum. Ja, ach so, okay, das ist natürlich eine Erklärung. Was? Levis Gedance. Ich glaube, Michele wollte nochmal ein paar Emoticons posten, die Twitch nicht kennen. Kann das sein? Und jetzt ist nur der Text da. Sorry, hatte vergessen, die 3-Sekunden-Regel rauszumachen. Ah, nicht so schlimm. Okay, ja gut, eben. Kommt nochmal ein Rennen? Oh no, ja, Michele, da ja auch gerade. Oh no. Oh, holy hell, sozusagen. Ach, guck mal, dafür ist Michele jetzt doch noch beigetreten. Jetzt hat es doch noch geklappt. Dann gibt es Bärchen. Das ist auch schön. Bärchen, tanzende Bärchen oder tanzende Bären? Das ist ja beides schön, sind doch alles putzige Viecher. Also, jetzt kommt ein Rennen? Kann mal jemand schreiben, ob ein Rennen kommt? Ah, genau, Fallzerstörer, danke, da gibt es nochmal ein Bit für mich, weil Michele noch beigetreten ist, vielen Dank. Da werden immer alle sozusagen dann bebittet, die beitreten. Musik ist, glaube ich, aus. So, ich schraube die mal nochmal ein bisschen rauf, so dass man sie so ein bisschen im Hintergrund hört. Weil, ja, haben wir ja im normalen Spiel eigentlich auch. Rennen, okay. Sehr gut. Also Rennen, dann bleibe ich, wo ich bin. Wir sind im Espedalen Raceway. Oder ESP-Pedalen? Ne, irgendwelche Pedalen halt.
Klingt ein bisschen nach Fahrrad, ist mir aber egal. Dann bleibe ich bei meinem Dreckslayer. So, mit dem habe ich gute Erfahrungen gemacht. 2 vierte Plätze, wobei der eine eigentlich schade war, weil wir eigentlich hätten Dritter werden können. Ich verachte TikTok zutiefst und ich kenne es nicht mal. Ist mir egal, TikTok. Ja, Fini, da hast du nicht unrecht, stimmt. Sehe ich ähnlich. So, Alona, jetzt also nochmal den hier. Ich habe sogar noch eine Kamera weiter, außen stelle ich gerade fest. Oh, hier ist aber schon wieder, heiliges ist hier schon da hin. Weg, weg, weg. Ach, das ist die Strecke, die finde ich cool, die gefällt mir. Aber nicht, wenn ich auf der Wiese bin. Oh, da kriegst du halt, da fliegst du so raus auf der Wiese. Da hast du so keinen Grip, es ist ein Elend. Und kaum ist Michele da, muss sie wieder den Heisi rammen, sag mal. Schnell weg, ich mach auch gleich Bärchen. Irgendwie. Oh, Lucy. So, volle Pulle, 9. Mhm, da ist wieder einer auf der Wiese. Der schmeißt jetzt die Pylonen. Was sind die Pylonen? Ich glaube, ja, die Böller schmeißt er wieder um. Carinthia war's. Geht weg. Ich werde hier tatsächlich in meiner Leistung massiv eingeschränkt. Die ganze Zeit wieder durch irgendwelche Wrackautos sozusagen. Da bremsen sie mal, bevor Carinthia einen Käse macht. Ja, ist das eine reine Asphaltstrecke? Tatsächlich, ich glaube ja. Ja, ich müsste den mal rot machen. Stimmt, so ein bisschen Ferrari-mäßig. Da hat natürlich der Daniel recht. Okay, uff, was für eine Kurve. Ich wusste eigentlich. Ich habe es irgendwie vergessen. Nicht jetzt mich wieder rausdrängen, danke. Weil eben, wenn du da auf der Wiese bist, da verlierst du ja ewig Zeit. Mhm, die gut erwischt. Die nicht so. Geht aber noch. Ein Heisi FC Rot, das hätte ich auch cool, das Logo auf der Karre. Das würde auch theoretisch problemlos gehen, wenn das im Spiel integriert wäre. Dann würde es tatsächlich gehen. So, jetzt ist Kung Fu, Harry ist raus, sag mal. Jetzt wo Michele drin ist, das ist ja auch nicht schlecht. Oh, gar nicht schlecht hier so mit den Curbs. Oh, aber da kommt ja nochmal eine Kurve, oh lala. Der Andi spawnt vor mir. Und geht auch gleich in die Wiese raus. Ja, Andi fährt. Der Andi ist das besser gefahren als ich. Ich habe viel zu viel gebremst eigentlich. Wenn man es genau nimmt. So, ich nehme mal die Curbs mit. Oh, Andi ist schnell. Oh, vorher habe ich die Kurve so gut erwischt. Jetzt habe ich sie dermaßen schlecht gefahren. Gibt's ja nicht. Oh, und wenn ich natürlich jetzt hier noch einen Schubs kriege. Jawohl, zu Recht haben sie den da auch gleich rausgebuttert. Da seht ihr mal, Strafe kommt sofort. Gute Nacht, ich bin, schlaf gut, danke, dass du da warst. Jetzt schon schlafen gehen? Na ja gut, das ist natürlich klar, das ist Mittwoch, wenn man irgendwie noch arbeitet, dann nachvollziehbar. Logisch. Oh nö, oh, das ist natürlich ganz schlecht. Wenn du da irgendwie die Curbs dann überfährst, dann wirst du wegkatapultiert. Also jetzt fahre ich gerade irgendwie wie der letzte Mensch. Eigentlich, der Anfang war relativ gut. Und dann setzt wieder so ein Schlendrian ein irgendwie, weiß auch nicht. Nö. Oh, diese blöde Kurve. Bin ich der Einzige, der da Probleme hat mit der Kurve? Sag mal, Lucian, da hast du deine Karre frisiert? Ja, das musste sein. Der war extrem schnell auf der Geraden. Also das ist natürlich, wenn du ein bisschen besser aus der Kurve fährst und die Kurve besser erwischt, bist du natürlich dann einfach auch schneller auf der Geraden. Also das ist irgendwie natürlich auch nachvollziehbar. Wo ist die Kurve? Ja, vorne. Mein Gott, ich habe die Kurve nicht gesehen. Wo sie anfängt. Sechster? Hm. Bin ich nicht zufrieden. Gar nicht, ehrlich gesagt.
so Kerbs wieder mit reinnehmen. Kann man in der Formel 1 tatsächlich nicht überall empfehlen, weil wenn du die Kerbs mitnimmst, auf denen beschleunigst, ja, dann kann es natürlich auch sein, dass es das letzte Mal war, dass du beschleunigt hast. Dann hast du einen Abflug. Alles schon erlebt. Ja, jetzt bin ich aber wieder besser drin. Krieg die Kurven wesentlich besser, wie gerade die ein, zwei Runden davor. Bis auf die, die war wieder Käse. Ja, auch Käse. Ah, wenn man da nicht so schön rankommt, kann man nicht schön sliden. 7 Sekunden Vorsprung. Okay, ich sehe die letzte Runde. Ah, F1-Zerstörer hat gewonnen. Das heißt, diesmal hat er eine intakte Karre gehabt. Muss er nicht wieder mit der kaputten näher umfahren. Sehr gut. Jetzt höre ich auch die Musik. Wahrscheinlich im Stream drin hört er wahrscheinlich nur noch Musik. Kann das sein? Oh, was ist das denn hier Süßes? Ach, guck mal, das ist sicher der Archon. Ah, nee, der Marflow. Den muss ich aber mal irgendwie schubsen. Cool. Hat der jetzt die ganze Zeit mit dem Ding, also mit, die ganze Zeit mit dem Ding gefahren? Wie cool ist das denn? So, gewonnen hat der F1-Zerstörer vor Arnie auf einer starken 2, Carinthia auf der 3, auf der 4, Andy Börner auch stark, Dark auf der 5, Heise auf der 6, vor Felix, Gisblo, Nico 3, Luciandra, Knarze, Bittelschuss auf der 11, Rohan, Austria, Argent, Fabian, Michele zu hinter. Sagen Sie mal, Frau Michele, was ist mit ihm los? Der hat wahrscheinlich wieder Bärchen ausgestellt, statt dass er Auto gefahren ist. Diesmal hatte sie 99 Leben. Aha, ja, das reicht, Dicke. Definitiv. Pass auf die Caps auf, die könnten rutschig sein und mit den Reifen musst du durchhalten, ihr Mann kann Box mehr. Ja, Jeff. Daniel, Jeff. Habe vorzeitig aufgehört, weil heute einige relativ unfair auf der Strecke waren. Das war Mimimi, aber von mir, aber trotzdem, finde ich schade, Harry. Aber ich sage immer, also wenn es dann zu übel ist, weil ich sehe ja nicht alles, dann schreib's mir bei Discord. Dann schaue ich mir das an. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt nichts festgestellt. Aber eben, ich fahre halt woanders wie du. Das kann natürlich sein, dass dir das passiert ist. Ich habe mich auch ab und zu mal geärgert. Aber im Endeffekt muss ich halt sagen, es ist ein Dragfest. Also für mich ist einfach, ich sage das gerne nochmal, für mich ist wichtig, dass jemand mich beim Rennen nicht rammt, nur damit er mich raus hat. Sondern, dass er den Fokus aufs Rennen legt. Und wenn er den Fokus aufs Rennen legt und mich mal rammt oder berührt oder rausdrängt und aber weiterfährt, dann ist das für mich okay. Was gar nicht geht, ist zum Beispiel, wenn du beim Rennen in der Bande drin hängst, dass die Leute in dich reinknallen. Einfach, weil sie dich fertig machen wollen. Solche Leute wollen wir nicht und solche Leute haben wir aber zum Glück tatsächlich auch nicht mehr. Garak, danke, dass du da warst. Viel Spaß. So, wir haben Gruppen. Ich brauche eine andere Karre. Hilfe. Der hier war's. Ja. Mein Grand Duke. Liebevoll gepimpt. So, wir sind bereit. So, also, ihr kennt's ja, glaube ich. Also, von daher. Ihr kennt ja die Regeln. Oh, aber da ist jetzt natürlich wieder Rainer raus. Lucian, da kannst du noch mal kurz durchzählen. Ein blauer ist zu viel. Okay, Carinthia, dann mach dich rot. In dem Fall. Wenn das stimmt, dass ein blauer zu viel ist. Was bin ich denn? Ich weiß es gar nicht. Ich bin rot. Okay. Weil da hat jetzt nicht jemand die Gruppe gewechselt, sondern da ist halt jemand rausgegangen und dann fehlt er natürlich in dem Sinne. Ganz klar. Ach, blau ist eben rote. Okay, ja, anders geht's nicht. Dann sind wir Roten halt ein bisschen im Hintertreffen, da müssen wir ein bisschen besser fahren. Wenn wir halt eine ungerade Zahl haben, haben wir eine ungerade. Danke, Lucy. Lässt sich da nicht ändern. Habe ich meine Karre? Nicht, dass ich jetzt wieder irgendwie was falsch habe hier. Ich habe immer noch den Dreckslayer. Es ist ja manchmal schon nicht zu glauben. Moment, schnell. Ich hab's gleich. Wo ist er? Hier. Kann ich den haben? Hat's jetzt geklappt? Grand Duke, jetzt passt. Okay, danke, Carinthia. Gut, also dann haben wir 8 blaue, 7 rote. Das heißt, die blauen sind natürlich leicht im Vorteil. Wobei, da kann man auch sagen, wir haben natürlich ein Fahrzeug mehr mit den roten, das wir abschießen können. Wisst ihr, was ich meine? Das muss jetzt nicht mal unbedingt ein Vorteil sein, wenn ein Team mehr Fahrer hat wie die anderen, finde ich. Das kann ja tatsächlich auch sein, dass wir dafür mehr Angriffsfläche haben. So, machen wir mal bereit. Und los geht's. Jo, jetzt passt. Danke, Lucy. Der Lucy müsste ja auch noch einen Wagen haben. Der hat jetzt hier rumgebastelt.
Das müssen wir ihm verzeihen, dass er dann vielleicht den Wagen halt noch nicht hatte. So, cool. Ich mag diese Gruppendinger tatsächlich immer, weil ich finde, es hat halt auch ein bisschen dann noch was Strategisches an sich. Es ist nicht einfach nur blinde Zerstörungswut, sondern muss halt auch ein bisschen gucken. Also, wir sind rot, alles was blau ist, kommt weg. Sagen wir mal so. So, einmal Kurve. Ist der blau? Ja, der ist blau. Der Archut, okay. Jetzt bin ich irgendwie festgeklebt. Dankeschön, Lucy. Sehr nett von Ihnen. Ich werde mich gleich mal revanchieren. Nein, so nicht. Nein, ich wollte gerade sagen, so wird es nicht klappen. Jawohl, da konnte ich auch gerade noch mal ein bisschen helfen. Der ist im Eimer, da kann ich nichts mehr machen. Oh, hier vorne, lauter Blaue. Und ich treffe den Fabian. Das, sorry, gibt's aber nicht. Da waren lauter Blaue. Ich treffe ausgerechnet den einzig Roten, der da irgendwie steht. Madre mia, sagen Sie mal. Oh. Ich habe ihn doch zerstört, der war doch im Eimer. Gibt's doch nicht. Wie steht's eigentlich? Ja, 1-1 würde ich mal sagen. Im Sinne von, dass wirklich die Punkte schön verteilt sind. Jawohl, danke. Schön gedreht. Ich mache mal eine Abkürzung, mal gucken, ob das was bringt. So, und damit viel Schwung hier rein. Dann haben wir hier einen roten. Oh, hier, eine Kehle. Jo, schön weggefedert, aber jetzt bin ich demoliert. Jetzt habe ich mit Kehle wahrscheinlich den Punkt sogar geschenkt. Ich bin letzter, sag mal. Ist aber egal, es geht ja um die Gruppe. Und mit Rot, wir führen leicht. Ja, es ist aber, wie kann man denn so dran vorbeifahren? Der kommt ja direkt auf mich zu, da kann man doch nicht dran vorbeifahren. Auch nicht zerstört? Nee, er hat wieder einen Zipfel noch. Mann! Ja, ich wusste, dass das kommt. Jetzt ist er weg. Jetzt brennt er. Jo, Knarze ist auf meiner Seite. Schön. Schönes Tackling. An Rohan. Musste sein. Allerdings, ich stelle gerade fest, ich habe wieder immer noch keinen zerstört. Und jetzt sind die Blauen ein bisschen vor. Das heißt, wir Roten müssen uns jetzt vielleicht nochmal ein bisschen zusammenreißen. Den lassen wir. Blau ist. Rot ist Freund. Ja, mal kurz den Kofferraum mitnehmen. Jetzt wird sie aber schon. Dran vorbei. Dafür treffe ich Gießblur, der rot ist. Och, es ist doch. Archent, echt jetzt? Okay. Also eigentlich hätte es ja den Archent jetzt zerstören müssen bei dem, was er gerade gemacht hat, oder nicht? Mit dem bisschen, was er da noch hatte, gibt's ja echt nicht. Jetzt wurde er zerstört. Ja, das wird nicht. Ach. Ich habe irgendwie kein Auge für das. Und jetzt fährt's nicht mehr. Fahr mal. Ja, danke schön. So komme ich wieder. Nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, so komme ich wieder in die Gänge. Denkste. Immer bin ich nicht mehr letzter. So, hier. Eiswagen. Bat. Aber noch keinen zerstört. Ich komme wieder auf den Punkt, dass ich noch nie eine Arena hatte, wo ich jetzt gar niemanden zerstört hätte. Also das wäre was Neues. Andi bremst. Schöner von Luciandra. Jawohl, muss man tatsächlich neidlos zugeben. Das war gut gemacht. Ich habe ihn nicht mal kommen sehen. Aua! Sag mal! Los, fahr heiße, du kriegst ja sonst eingeschenkt. Ja, gut gebremst. Da ist der andere aber sowas von ins Leere gefahren. Nein, Beetlejuice! Knorze, wir sind Amigos. Mit Kompressor, du weißt. So, und plötzlich ist Ruhe. Ich habe ihn doch nicht mal berührt. Das war doch wieder irgendwie ein Lag oder sowas. Jetzt bin ich wieder zerstört. Oh, das ist irgendwie, läuft das irgendwie gerade ganz grauselig bei mir. Um nicht zu sagen, das läuft gerade gar nicht. Sowas von überhaupt nicht. So, wir hängen uns mal hier hinten ran.
Ich treffe wieder alle außer die Blauen. Ja, die Blauen sind immer noch vorn. 5 Minuten haben wir noch. Wenn wir Roten jetzt noch aufholen wollen, müssen wir das jetzt machen. Also jetzt damit anfangen, sagen wir es mal so. Das wäre wichtig. Schade, den hätte ich auch gern gehabt, aber da war Karinth ja schneller. Ist auch egal, sie ist ja auch rot. Er ist ja auch rot, sag mal ich mit meinem Sie. Das gibt's ja echt nicht. Auch an dem vorbei. Oh, Michele wäre auch. Und der Andi wäre. Jetzt habe ich einen zerstört. Also gut. Das kann ich tatsächlich beibehalten. Dass ich pro Arena wenigstens einen erwische. Das ist schon mal schön. So, eine ganze Armada Rote begibt sich hier in die Richtung. Ich wollte gerade sagen, für die Blauen eher schlecht. Jawohl, da haben wir den zweiten. Den richtigen erwischt. Da waren dann auch noch ein paar Rote, die ich noch hätte erwischen können. Machen wir die Abkürzung nochmal. Ja, wieder zwischen... Oh, zwischen allen wieder durch. Fahr. Fahr. Nochmal fahr und fahr gleich nochmal. Knarz ist Geisterfahrer. Also der Herr Beetlejuice. Oh, sorry Gisbler, ich wollte genau auch auf den los. Und das hat dazu geführt, dass wir uns erwischt haben. Leider. Michael ist ja okay. Ich müsste hier mal... Kann ich mal hier durch? Ah, oh, Hilfe. Alles kaputt. Kritischer Schaden. Und dann wird man auch nochmal gedreht. Und da kommt die Frau schon wieder. Und da kommt er. Und dann mich demoliert, logisch. Ja, ja, eben. Genau, 2 Minuten noch. Dann zerstöre ich auch noch einen. Jetzt habe ich schon 2 erwischt. Also passt. Aber sonst ist das definitiv nicht meine Arena. Und wenn wir jetzt mal generell gucken, die Blauen sind halt 50 Punkte vor uns. Die sind auch einer mehr, das ist klar, aber eben. Also wir können, wenn wir die natürlich besser erwischen. So, wir kommen gerade im Dreier-Team, so wie bei den Rittern früher. Jetzt müssen wir nur irgendwelche Blauen haben, da vorne sind noch mehr Rote. Da ist ein Blauer. Jawohl, er. Jawohl, schön, erwischt. Zack, Archen nochmal. Oh, was ist das? Kann es sein, dass wir wieder irgendwie so leichte Lags haben? Oder irgendwie so komisches Ding? Das war doch eine komplett unphysikalische Bewegung. Oder aphysikalisch, meine ich. Ganz schräg. Also so bewegst du dich nicht, wenn du da irgendwie sowas machst. Was habe ich denn gerade gemacht? Weiß nicht, aber es hat aber nicht gepasst. Da seht ihr. Das ist wieder irgendwie so ein komisches... Ja, das ist wieder okay. Aber vorher, das ist so irgendwie... Das passt nicht. Nein, nicht zurücksetzen. Lebe ja noch. Jo, das wollte ich dann schon auch noch. Zählt's eigentlich, wenn ich einen Roten ganz demoliere? Also wisst ihr, wie ich meine? Dass ich dann 3 zerstört habe? Eigentlich wäre es ja falsch, weil das sollte tatsächlich nicht passieren. Zacklackerlöchen. Ja, irgendwie schon. Irgendwie hat es wirklich so nach Paketverlusten ausgesehen. Beziehungsweise eben irgendwas Internetiges. Oh, Fabian, sorry. Aber ich sehe natürlich nicht, wenn du hinter mir daherkommst. Nicht hinter mir, sondern wenn du mir entgegenkommst und dein Fahrzeug davor ist. So habe ich es gemeint. Und hier wollte ich einfach mal ein bisschen mitschubsen, weil ich gerade dran war. Ja, den auch nochmal. Oh, ist bloß. Sag mal. Na, jetzt aber. Okay, gut, das war ein bisschen blau, aber das war der Felix, der darf das. Wie steht's? Ja, es ist nicht so klar, wie es sein könnte eigentlich. Aber wir sind halt mit den Roten tatsächlich immer noch hinten. Also wir hängen hinterher. 60 Punkte. Das wird schwierig, die in einer Minute noch zu holen. Ich würde sagen, lassen wir mal nichts unversucht und geben Stoff. Ja, gab immerhin einen schweren Treffer. Oh, bremsen. Ui, das war knapp. Da nochmal volle Pulle, irgendwie im Kreis fahren. Und auf einen blauen hoffen. Jetzt dachte ich gerade, was zum Geier ist das da? Irgendwie das sah aus, als wäre da wieder am Klo unterwegs. Dabei war es irgendwie ein Blechstück. Was in der Gegend rumliegt, relativ unmotiviert. Da, guck mal. Da könnte man nochmal, wenn jetzt irgendwie... Jo. Auch schön. Einfach in die Bande reingedrängt.
Oh, herrlich. Das war der dritte? Nee, ich habe vorher schon einen dritten zerstört. Der ist mir nicht mal aufgefallen. Wie das denn? Wie habe ich das denn angestellt? So, es ist... Ja, so eindeutig ist es. Eindeutig ist es nicht eigentlich. Mit dem Sieg der Roten, würde ich sagen. Zwölfter, ja, ja, okay. 526 zu 483 haben wir. Ja, Gratulation an das rote Team, das eine Karre mehr hatte. Ich denke, das hätte auch ein bisschen deutlicher noch ausgehen können. Aber dann haben sich die Roten halt auch noch relativ gut gewehrt, denke ich mal. Gut, dann gehen wir rüber. So, und machen hier aber nochmal Musik. Eigentlich habe ich Musik, ich höre sie noch nicht. Auch nicht schlecht. So, ich gehe hier schnell aus dem Spiel raus. Jawohl. Genau, wirklich beenden wäre mein Anliegen. Rüber bin ich gegangen. Jawohl, mit dem Bildschirm. Sehr gut. Das ist das, was ich vorher erklärt habe. Diese verschiedenen Szenen halt. Und was ich vorher gesagt habe, mein F1 starten, das ist im Prinzip einfach die andere Szene, die wir haben. Deswegen habe ich gesagt, ich starte die, weil die habe ich eben für Wreckfest tatsächlich auch. Gut. Ja, danke an Luciandra natürlich wieder fürs Hosten. Wie immer einfach erste Sahne. Anders kann man es gar nicht sagen. Ich danke euch allen, die mitgefahren sind. Danke auch denen, die zugeguckt haben. Hoffe, hat euch Spaß gemacht. Den nächsten Stream gibt es ziemlich sicher am Freitag. Der wäre dann wieder auf YouTube. Und zwar wäre das dann Transportfieber 2. Und ob PUBG stattfindet am Samstag, das werde ich morgen wissen. Dann gebe ich das auch entsprechend bekannt. Gut, danke natürlich auch an die Moderatoren, an den Daniel und so weiter. Fürs fleißige immer da sein und moderieren. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Macht noch was Schönes, auch wenn der Abend wahrscheinlich nicht mehr allzu lang ist. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss. Bye, bye.